Werbung. Flo, hast du eigentlich schon einmal einen Multimedia-Vortrag von mir angeschaut? Ja, aber den kann man sich immer wieder anschauen. Wann war denn das? Boah, der letzte war in Weiz, glaube ich, ist eh schon wirklich eine Zeit lang her. Ja, wenn du willst, gibt es jetzt noch einige Möglichkeiten. Und zwar am 12. April in Weitra, am 19.04. haben wir den Live-Podcast. Da musst du auch wieder was tun beim Neusiedlersee-Radmarathon. Ich bin bereit. 21.04. endlich wieder mal in Deutschland, in Halle Saale, Nähe Leipzig, und am 25.05. in Franschach in Kärnten. Ja, vielleicht schaffe ich es zu einem von den Terminen. Ich bin mir sicher, du kommst nicht, aber du weißt ja aus dem Podcast immer alles, was aktuell ist. Spätestens in Mörbisch werde ich dabei sein. Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Der spontane Podcast. Mit Christoph Strasser und Florian Kaschitzer. So spontan wird es wahrscheinlich gar nicht werden, weil wir haben schon, zumindest ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Ja, aber offensichtlich nicht genug, weil nur einer von uns zwei ist nervös, weil er nicht genug Unterlagen hat. Und ich kann sagen, ich bin es nicht. Wir haben jetzt ein cooles Thema, und zwar eine der meistgehörten Episoden der letzten Monate war die mit dem Max Kinselbauer über Training und Ernährung. Und wir haben Feedback bekommen, das uns natürlich sehr am Herzen liegt. Und da war der Wunsch, dass wir mehr praxisnah einfach aufs Thema Ernährung eingehen, nämlich was soll man unterwegs essen? Gerade bei Ansabordetrennen, wo das oft wirklich schwer zu planen ist und schwierig durchzuführen ist. Wir haben in der Episode damals viel über Makronährstoffe geredet, Kohlenhydrate, Eiweiß, Proteine, Pipapo, und die Leute wollen aber wissen, wie viel Cola und wie viel Snickers. Die Frage versuchen wir heute zu beantworten. Oder ob es vielleicht auch Alternativen gibt, aber seid gespannt und bleibt dran, das wird nämlich der zweite Teil sein. Wir holen dann den Max dazu, wenn wir ein bisschen Aktuelles besprochen haben, und ich habe dann noch was, das ich da erzählen muss. Ja, und ganz aktuell, nachdem der Kampf der Felgenbremse verloren gegangen ist, haben wir jetzt eigentlich entdeckt, dass es noch eine viel schlimmere Innovation gibt, und das sind diese voll integrierten Cockpits, wo man keine billigen 50 Euro Clip-on-Aufleger mehr draufbauen kann, den Vorbau nicht verlängern oder verkürzen kann, den Winkel des Vorbaus nicht einstellen kann und auch sonst ganz wenige Einstellmöglichkeiten hat. Und da haben wir uns jetzt gerade im Off ein bisschen ausgekotzt über diesen Trend, der aber schon wieder am Verschwinden ist, soweit ich das sehe, weil viele Pro-Teams schon wieder auf die klassische Vorbau-Lenkerlösung zurückgegangen sind. Ja, du bist halt mit deinem Startrad nicht da, sondern mit deinem Rennradl. Bist du direkt vom Training gekommen? Ja, aber trainiert haben wir am Heimtrainer, weil es wirklich wenig Zeit war zwischen Arbeitsende und Aufnahme. Aber das Stadtrad ist aus nicht näher zu nennenden Gründen nicht einsatzbereit. Deswegen habe ich mich schnell aufs Rennradl geschwungen, um rechtzeitig da zu sein. Ja, und da haben wir dann deinen Lenker besprochen. Und ich habe auf meinem Specialized S-Works SL8 Tarmac, das wirklich ein geniales Radl ist, die gleiche Herausforderung. Ich habe noch keine Lösung dabei. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum Race Across Italy, aber ich muss da auch noch schauen, wie ich einen Aufleger hinbekomme. Eventuell werde ich Lenker und Vorbau wechseln, aber so gut das ja ausschaut, das voll integrierte, ohne Kabel. So viele Vorteile es hat, aerodynamisch und gewichtsmäßig, aber Vorbau und Lenkerkombi in einem ist halt insofern dann super, wenn du bergauf fährst, wenn du normal Rennradl fährst, aber halt mit der Option, einen Aufleger drauf zu geben, schaut es schlecht aus, und da muss ich noch ein bisschen tüfteln. Wie war das Training heute bei dir und die letzten Tage? Heute war okay, heute war der Max gnädig, aber am Sonntag war es richtig, richtig schlimm. Du hast gesagt, das war so ein Stufentraining, oder? Ja, es waren 4 Stunden, jede Stunde ein bisschen schlimmer als die vorige, also so im Grundlagenbereich angefangen und dann so fast bis zur Schwelle, und das war richtig hart.
Ich bin die Osterjause habe ich bitter notwendig gehabt. Wie war die letzte Stunde? Ja, viel zu hart. Also einerseits habe ich das Problem gehabt, dass ich vollkommen unterschätzt habe, wie schnell man fährt, wenn man so viel Watt tritt. Und dann ist mir ein bisschen die Strecke ausgegangen und dann bin ich in der letzten Stunde nett auf einer super leicht steigenden Bundesstraße gefahren, wo man ganz okay die Watt halten kann, sondern da war es ein bisschen winkelig, dann ist es leicht bergab gegangen, dann habe ich Rückenwind gehabt, dann bin ich so und dann war ich natürlich komplett am Ende und dann bin ich gar nicht mehr auf die Watt gekommen, aber ja. Der Schwelle, nachdem die 3 Stunden davor schon steigernd sind, immer nur gedacht, eine Stunde an der Schwelle komplett fahren kann ich beim King of the Lake, wo ich erholt bin, wo ich viel gegessen habe, wo ich keine Vorbelastung habe. Nach 3 Stunden Vorbelastung kann das gar nicht gehen, oder? Nein. Aber es war schlimm. Ich bin heute komplett eingegangen. Ich habe gehabt 4x 16 Minuten an der Schwelle mit 3 Minuten Pause dazwischen. Und ich habe es auch nicht geschafft. Ich bin heute, habe einen schlechten Tag gehabt. Die letzten Tage waren auch schon recht anstrengend. Und ich habe dann in jedem Durchgang 10 Watt weniger geschafft als zuvor. Und habe mich jetzt wirklich plagen müssen mit dem Stadtrad ins Studio. Es war ein langer Weg. Also die Viertelstunde von mir daheim daher hat sie richtig gezogen heute. Ja, dafür sind wir ins Studio gekommen und es war alles für uns vorbereitet. Es waren die Mikros eingestellt. Es steht ein Kuchen da. Also danke, Lukas. Das ist wirklich großartig. Wir sind reingekommen und haben nur mehr auf Play drücken müssen. Das war sehr cool. Ich erzähle jetzt kurz, was ich vor ungefähr 14 Tagen für eine E-Mail gekriegt habe. Und zwar habe ich einen Vortrag gehabt in Oberösterreich und waren die Anke und der Stefan auch zuschauen. Die sind mittlerweile oder jetzt eingestiegen als Organisatoren. Und ich habe jetzt erzählt vom Transcontinental und von natürlich den Hopperlas, die Cola-Geschichte mit dem Ulrich voriges Mal, also beim DCR 08 und meine schiefe Passage, die ungewollte beim letzten DCR und alles Mögliche und dass es halt im Zü im Prinzip nichts zum Essen und zum Trinken gibt. Und dann habe ich am nächsten Tag eine E-Mail bekommen und ich bin gefragt worden, warum ich nicht einmal nachdenke, mitzumachen bei dem Rennen, das die beiden organisieren, weil es gibt im Ziel und auch dazwischen was zu essen, haben sie geschrieben. Die Strecke ist fix geplant, 99,9% Asphalt, also keine Navigationsprobleme, keine Offroad-Parcours, keine weite Anreise, weil es ist alles in Österreich. Es gibt Heimvorteil für mich mit Erwartungsdruck, mit Smiley. Cola teilen ist ausdrücklich erlaubt. Es gibt ein finnischer Bier, eine würdige Siegerehrung, ein finnischer Party und ich muss mir hitten, nicht ins Ziel schirmen, außer ich will es unbedingt. Und dann haben sie noch geschrieben, mit dabei sind unter anderem 40 Leute sind auf der 1000er Strecke gemeldet. Der Robert Müller, der mich letztes Jahr geputzt hat, und der Adam Bialek, der die meisten langen Rennen auf der Straße schon gewonnen hat. Das heißt, richtig gut besetzt. Und ich soll dann jetzt einen Grund nennen, nicht am Race Across Austria teilzunehmen. Und dann habe ich nachgedacht und habe zugesagt. Das heißt, ich werde beim Race Across Austria mitfahren. Das findet statt am 28.05. Geht von der östlichsten Grenze Österreichs von Nickelsdorf bis nach Feldkirch in Vorarlberg. Und die lange Strecke ist 1000 Kilometer lang. Und wenn ich da kurz erzähle, wie der Streckenverlauf ist, dann hoffe ich, dass du auch Bock hast mitzufahren. Und du musst dran denken, es ist Ende Mai und es geht recht harmlos los. Man fährt durch Niederösterreich einer auf den Semmering, dann fährt man durchs nach Lietzen und dann wird es spannend, dann fährt man über den Sölkpass, über die Thurach nach Kärnten, dann kommt mein Lieblingsabschnitt, das Lesachtal, dann geht es über den Großglockner, über den Gerlospass, über das Kühtei und dann in Tirol noch, also Richtung Vorarlberg, über die Siedlvretter Hochalpenstraße bis ins Zü. Und 15.000 Höhenmeter, 1.000 Kilometer und das Ganze gibt es auch in der kürzeren Variante, da startet man in Kötschach-Mauten quasi bei der Hälfte und fährt dann die ganzen Berg aus wie noch Vorarlberg. Ja, klingt super spannend.
Und das Ganze natürlich unsupported. Und wir alle lieben es Race Around Niederösterreich, es Race Around Austria. Das sind aber Rennen mit Crew, die natürlich super reizvoll sind und super organisiert sind, aber unsupported gibt es mittlerweile beim Run die Möglichkeit, unsupported im Zwarer-Team zu fahren, und bei der Rad-Challenge gibt es auch die unsupported-Möglichkeit, aber auf so lange Strecken in Österreich gibt es eben jetzt das sogenannte Racker, und deswegen finde ich das wirklich cool und ich freue mich schon drauf. Ja, sehr cool. Also Österreich ja lange die Hochburg des Ultracyclings, zumindest des Supported Ultracyclings. Und erstaunlich wenige oder bis jetzt eigentlich gar keine dezidierten Unsupported Rennen. Und jetzt ist es soweit. Es war schon länger angekündigt, aber heuer findet es tatsächlich statt. Sehr cooler Event. Wie du hast gesagt, es gibt 1000 Kilometer, es gibt 500 Kilometer und es gibt auch, wenn das Ende Mai zu früh ist, im August noch eine Variante von dem Rennen. Ja, apropos Ende Mai zu früh, weißt du noch, Glocknerman, wie die Schneesituation immer gewesen ist am Großglockner? Das war erste Juniwoche. Durchaus durchwachsen. Also es ist ja die Großglockner Hochalpenstraße GmbH, versucht ja immer am 1. Mai aufzusperren. In manchen Jahren gelingt es, in manchen gelingt es nicht. Und selbst wenn es gelingt, auf der Höhe gibt es auch einen späten Wintereinbruch dann noch einmal meistens. Und dann kann es sein, dass im Anfang Juni oder Ende Mai eben immer noch meterhohe Schneewände, dass man durchs Schneegestöber fährt, dass es Minusgrade hat. Das kann aber im August auch passieren beim Ra. Also dort oben kann es immer passieren. Und Ende Mai kann es richtig ungemütlich sein, wenn man schlechtes Wetter hat. Auch der Sölkpass ist einer der Pässe, die recht spät aufmachen in der Steiermark. Und zu sagen ist noch, dass es am Großglockner auch auf die Edelweißspitze geht. Also man muss die kurze Sackgasse auf Pflasterstein und oben ausfahren. Das ist es aber, sagen wir so, im ausgeschlafenen, im fitten Zustand ist es das durchaus wert, diesen Abstecher zu machen. Hast du Ende Mai schon was vor? Nein, habe ich nicht. Und es reizt mich total. Also ich würde ja wirklich gern vor dem Three Peaks, das ist mein großes Saisonhighlight und dem ordne ich sozusagen alles unter, gerne einen Test fahren. Ich habe mit Max drüber geredet, das 1000er ist wahrscheinlich zu knapp zum Three Peaks, da werde ich mich schlecht erholen und wie gesagt, das Three Peaks ist mein großes Saisonhighlight. Aber die 500er Strecke ist wirklich sehr reizvoll. Und ja, vielleicht wäre das was für mich. Klingt jedenfalls sehr spannend. Jetzt nochmal kurz zum August. Da gibt es die Variante Race Across Austria Nord-Süd, beziehungsweise Süd-Nord, beziehungsweise startet es eigentlich in Luftenberg an der Donau in Oberösterreich. Und von dort gibt es dann drei Streckenmöglichkeiten. Die 300er, die geht an den nördlichsten Punkt Österreichs und wieder zurück nach Luftenberg. Die 700er Strecken, die führt nach Süden auf den Seebergsattel und wieder retour, auch über den Sölkpass. Und die 1000er Strecken, die geht an den nördlichsten und an den südlichsten Punkt und dann wieder ins Ziel nach Luftenberg. Ich werde jetzt nicht alle Streckendetails da aufzählen. Man kann sich das alles auf der Webseite anschauen, auf raceacrossaustria.com. Und ich möchte trotzdem darauf hinweisen, falls jemand Lust hat, bis Ende April kann man sich noch anmelden für die ersten zwei Events, die Ende Mai stattfinden. Und ich denke, dass es eine Überlegung wert sein sollte, dort mitzumachen. Es gibt noch ein paar Dinge, die vielleicht relevant sind. Und zwar, es ist vom Regulativ her so, es ist quasi unsupported light, also nicht die beinharten Transcontinental-Regeln, sondern es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu den drei Checkpoints, nämlich in Lietzen, in Kötschach-Mauten beim Halfway-Point und in Mutters in Tirol. Und man kann am Start eine Tasche abgeben, wo man sie Gwand, Getränke, Essen, Ersatzbatterien, Lichter, irgendwas quasi hinterlegt und es wird dann an die speziellen Checkpoints geliefert. Dort kann man sich dann quasi bei einem kurzen Stopp verpflegen, neu ausrüsten und es gibt dort auch die Schlafmöglichkeit im Trockenen, in so einem Matratzenlager.
Ja, und das ist, glaube ich, sicher eine coole Sache. Und vor allem ist das Rennen so aufgebaut, dass es dezidiert beide Varianten gibt, nämlich die Race-Variante und die Adventure-Variante. Das heißt, man hat unterschiedliche Startzeiten. Grundsätzlich startet man mit einer Minute Abstand, also Einzelzeitfahren. Aber wenn man sagt, man macht es als Adventure, also gemütlicher, ohne Zeitdruck. Party-Pace. Ja, genau. Dann startet man eben früher und hat eine längere Karenzzeit. Und wenn man den Race-Modus nimmt, dann ist halt die Zeit ein bisschen knapper bemessen und dann soll man halt ein bisschen mehr Gas geben, damit man rechtzeitig im Ziel ist. Übrigens, das Ziel sperrt noch 49 Stunden auf. Und ich habe aber nachgefragt, falls man schneller ist, darf man auch früher ins Ziel fahren. Es ist also nicht so wie zum Beispiel beim North Cape, wo man eine gewisse Zeit lang brauchen muss, weil die Rennleitung verhindern möchte, dass man zu schnell und deswegen vielleicht zu riskant und mit zu wenig Schlaf fährt. Man darf beim Race Across Austria so schnell fahren, wie man kann. Aber es wird nicht unbedingt davon ausgegangen, dass es jemand schneller als 49 Stunden schafft, weil es wirklich viel Höhenmeter und viel hohe Berge gibt. Ja, ich denke gerade nach. Also es ist jetzt schon ewig her, der Glocknerman, leider. Aber das war supported und da war irgendwie so die magische Grenze, waren lang 48 Stunden. Das war wahrscheinlich von den Höhenmetern und der Distanz vergleichbar. Spur länger vielleicht. 36 Stunden. War dein Rekord dann, ja. Aber für viele Hobbysportler waren 48 Stunden so ein bisschen eine magische Grenze. Ja, und ich habe nachgedacht, beim Bihalt in Bosnien haben der Robert Müller und ich glaube, ungefähr eine Stunde Abstand gehabt im Ziel. Nach circa 52 Stunden waren wir fertig, waren 1200 Kilometer. Und jetzt so wie ich mal so Daumen mal Pi, mal überlegt, 48 Stunden glaube ich schon, dass sie ausgeht. Wobei ich habe nicht bedacht, dass wir nicht unbedingt auf Bundesstraßen fahren, sondern die Routenwahl ist so geplant, dass man immer wieder mal auf kleinen Seitenstraßen fährt, auf teilweise Radwegen, damit es halt sicherer ist. Und das heißt, man wird die Durchschnittsgeschwindigkeit sicher nicht so hoch aufbringen, wie wenn man auf den großen Straßen fährt. Und ja, auf einen Großglockner, auf einen Sölkpass, auf einen Kühtei, da geht der Schnitt schon ordentlich runter. Das ist in Bosnien, hat es auch hohe und große Berge gegeben, aber nicht diese Kaliber. Was das Ganze wahrscheinlich auch noch ein bisschen spannend macht für die jetzt nicht in 48, 49 Stunden fahrenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen wird sein, dass am 1. Mai Feiertag ist. Das muss man wahrscheinlich in die Planung ein bisschen mit eindenken, dass dann in Österreich abseits von sehr großen Tankstellen, nicht einmal alle Tankstellen haben offen, schwierig wird mit dem Einkaufen. Obwohl prinzipiell die Infrastruktur in Österreich okay ist, zumindest zwischen 9 und 12 und 14:30 und 16 Uhr. Aber am 1. Mai könnte es eine Challenge werden. Ja, ich glaube, du hast jetzt einen Denkfehler. Wir reden von 28. Mai ist der Start. Außer du denkst in Robert Müller-Dimensionen, der wahrscheinlich mit dem Radl da herfährt. Aber der wird sicher nicht den ganzen Mai brauchen, um in Österreich den Startort zu finden. Stimmt, jetzt schaut einmal zu, wie ich den Fingerknöcheltrick mache, um ja herauszufinden, ob der Mai 31 oder 30 Tage hat, um zu schauen, ob ich eh keinen Blödsinn erzähle, aber ja, dass ich komplett im Monat falsch bin, ja. Ich habe nicht gewusst, worauf du aussehen willst. Stimmt, okay, das wird kein Problem. Allgemein ist er wahrscheinlich für sehr, sehr viele da im Dachraum, im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr interessantes Rennen. Man kann zu beiden Startorten, also sowohl nach Nickelsdorf über Wien mit ein paar Mal umsteigen, recht okay öffentlich anreisen. Nach Kötschach-Mauten kann man sehr gut öffentlich anreisen und von Feldkirch kann man wieder sehr gut öffentlich wegfahren. Also das ist sicher für einige da draußen eine gute Idee, das zu versuchen, falls man sowas machen will. Ich habe letztens einem englischsprachigen Podcast gehört, da hat jemand erzählt über so unsupported Rennen als Pair, als Duo, weil die Option gibt es ja auch beim Racker. Und da hat er das so schön beschrieben, sie sind als Ehepaar quasi gestartet und er hat gesagt, dass die Beziehung zwischen zwei Menschen, wenn man als Paar unterwegs ist, einfach beschleunigt wird, egal in welche Richtung sie sich entwickelt. Also wenn du schon ein bisschen eine Krise hast und gern streitest, dann wird es intensiviert und wenn du
bis über beide Ohren verliebt bist und die super verstehst, dann kann es noch intensiver werden. Also man muss sich das gut überlegen. Es kann ein Katalysator sein für Beziehungsentwicklung. Ja, statt Therapie. Es gibt sonst auch noch die Gravel Days. Die finden auch im August statt. Da gibt es einmal ein Event in Vorarlberg, einmal wieder in Kluftenberg in Oberösterreich. Das sind 100 Kilometer Strecken. Dafür kann man sich auch anmelden. Und für die allerwüdersten gibt es noch die 2000 Kilometer Strecke. Die hat, glaube ich, ein bisschen was mit Race Around Austria gemeinsam. Da geht es quasi zum nördlichsten, östlichsten, südlichsten und westlichsten Punkt mit vorgegebenen Parcours und Checkpoints und ein bisschen freier Streckenwahl. Das könnte man auch noch machen. Also gibt wirklich viel Möglichkeiten. Und was ich cool finde, wenn man bei den Gravel Days mitmacht, wird mit deinem Startgeld ein Baum gepflanzt. Da gibt es einen Race Across Austria Wald in Oberösterreich. Und wenn man sich im Shop dort Trikots kauft, werden die Aktion unsere starken Muskeln für Schwache unterstützt und da wird dann ein gewisser Betrag gespendet. Also da werden auch gute Initiativen damit unterstützt. Und jetzt bleibt nur mehr zum Sagen, meldet euch an, seid dabei, es wird sicher ein cooles Event und nach Rücksprache mit Anke und Stefan können wir auch einen Startplatz verlosen. Und zwar für die Variante im August, also man muss jetzt nicht schnell entschlossen sein. Ja, und es gibt eine Gewinnfrage, und zwar lautet die... Also es ist eine Schätzfrage. Eine Schätzfrage, genau. Man sollte die schnellste Finisherzeit auf die Minute genau schätzen. Also zum Beispiel 50 Stunden, 12 Minuten. Man muss nicht sagen, wer der Gewinner, die Gewinnerin sein wird. Man soll nur die Zeit schätzen. Und ein guter Hinweis wäre vielleicht, ein bisschen abzuwarten, bis man den Wetterbericht vielleicht sieht, bis man eventuelle Streckenänderungen sieht, falls da noch irgendwas passiert. Das ist noch nicht hundertprozentig fix. Die Strecke wird Ende April veröffentlicht. Und dann kann man einen Startplatz gewinnen für das Racker im August plus einen Rucksack mit Wiesbauer-Spezialitäten. Weil das finde ich auch genial. Ich bin ja sehr dankbar dafür. Wiesbauer ist ein langjähriger Sponsor von mir und ist auch als Partner beim Race Across Austria dabei. Das heißt, Startplatz plus Wiesbauer-Rucksack für die beste Schätzung der finnischen Zeit. Und per E-Mail bitte direkt an info@raceacrossaustria.com. Das wird dann auch noch in den Shownotes stehen. Du hast gesagt, zuwarten, aber natürlich nicht zuwarten, bis der oder die schnellste kurz vor Zieleinfahrt in Feldkirch ist. Nein, wir müssen nochmal die AGBs noch reichen. Ich habe jetzt noch nicht besprochen, wann Einsendeschluss ist. Also es ist noch kein Stress. Wir werden in den nächsten Episoden das noch einmal darauf hinweisen. Also bis irgendwann im Mai wird es schon Zeit sein. Aber merkt es euch einmal vor und macht es dann mit, wenn wir das nächste Mal quasi die Deadline durchsagen. Und wenn sich jetzt irgendein Carnivore da draußen denkt, was mache ich mit einem Wiesbauer Rucksack? Es geht darum, dass der Wiesbauer Rucksack voller Wurst ist. Das ist der eigentliche Gewinn, nicht so sehr der Rucksack. Ja, und ist nur der wichtige Hinweis, nicht damit in die Schweiz auf Urlaub fahren, weil da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, wir haben 2017 bei meinem 24-Stunden-Bahn-Rekordversuch einige Proviant-Schätze mitgehabt, ein paar Kilo Wiesbauer Spezialitäten, Bergsteiger, Cabanossis und so. Und der Grenzbeamte am Zoll war nicht sehr begeistert davon. Wir haben da ein paar hundert Euro Strafzeit, weil du pro Kopf nur eine kleine Menge Fleisch und Wurst mitnehmen darfst über die Grenze. Und wir haben uns nur gedacht, okay, wir haben keinen Alkohol, keine Zigaretten, wird beim Zoll alles okay sein, aber an die Wurst haben wir nicht gedacht. Also bitte in Österreich verzehren. Jetzt hast du eigentlich deinen Rennkalender von hinten bekannt gegeben. Du hast gesagt, du fährst das TCR, du hast jetzt gerade bekannt gegeben, du fährst das Racker, aber du hast noch nicht gesagt, was jetzt schon ganz bald bevorsteht. Ja, Race Across Italy, Start am 3. Mai, das haben wir eh schon mal besprochen und du wirst auch in der Unsupported-Wertung fahren. Ich glaube, das haben wir schon einmal besprochen und bis dorthin hast du jetzt für mich noch weiter trainieren, nicht so wie heute mit
eingehen, sondern hoffentlich dann wieder die Einheiten durchziehen. Ich weiß nie, was wir on air besprechen und was wir so besprechen, deswegen habe ich gedacht. Aber zur Erinnerung. Und was ganz kurz bevorsteht, wo ich schon ganz nervös bin, ist nicht so sehr vom Live-Podcast, den schaukeln wir schon, ich verlasse mich drauf, dass du wieder gut vorbereitet sein wirst. Aber wir werden ja beide auch beim Einzelzeitfahren in Mörbisch am Start stehen. Wie geht's da dazu? Ja, ich sitze hin und wieder am Zeitfahrer und bin prinzipiell bereit. Ich habe weniger Respekt vom King of the Lake, einerseits, weil es kürzer ist und andererseits, weil die technische Strecke mir jetzt sowieso nicht so entgegenkommt, vor allem die schnellen, kurzen Antritte nicht. Und deswegen mache ich mir selber weniger Druck und kann es ein bisschen entspannter angehen. Und ich weiß, dass ich es nicht gewinnen kann momentan, weil ich halt wirklich jetzt für die langen Rennen viel trainiere. Das heißt, da werde ich das einfach als super guten Formtest mitnehmen, als super intensive Einheit. Aber ich mache mir da jetzt keinen Stress, dass ich da jetzt um einen Sieg mitfahren muss, sondern ich fahre das, was meine Viers an dem Tag hergeben. Und ja, jetzt ist halt der Trainingsblock für die Langstrecken. Das heißt, die bin doch ganz realistisch. Dann möchte ich noch aufrufen, alle motivierten Frauen da draußen, es würde, wenn genug Starterinnen mit Lizenz am Start sind, die österreichische Paarzeitfahrmeisterschaft ausgefahren werden. Dazu müssten mindestens 6 Damen am Start sein. Soweit ich weiß, kann man auch mit einer Tageslizenz daran teilnehmen. Das heißt, schnappt euch eine zweite Dame, meldet euch an und fahrt mit, wenn auch nur zum Spaß. Es wird sicher ein cooles Event und vielleicht werdet österreichische Meisterinnen im Paarzeitfahren. Nutzt die Gelegenheit. Und jetzt ist der perfekte Moment, um unser Gewinnspiel aufzulösen, das wir vor ein paar Wochen ausgerufen haben, nämlich wo es ein Ticket gibt für unseren Live-Podcast und einen Startplatz für einen Neusiedlersee-Radmarathon beziehungsweise fürs Zeitfahren. Und ich habe jetzt alle, die teilgenommen haben, mit Nummern auf Zettel geschrieben. Und Flo, bitte, du ziehst jetzt da ein Kärtchen raus. Ich habe gedacht, du wirst mir mit deinem Kuvert da bestechen, aber nein, da sind die ganzen Einsendungen drinnen. Und wir haben einen Sieger oder eine Siegerin, und zwar die Nummer 7. Und die Nummer 7 steht in unserer Liste tatsächlich eine Frau. Es waren natürlich mehr Männer, die uns zugeschrieben haben mit der richtigen Antwort. Aber die Iris Matkovic hat gewonnen und dazu herzliche Gratulation. Du bekommst ein E-Mail und dann wird alles weitere direkt mit dem Organisationsteam vom Neusiedlersee Radmarathon abgesprochen. Wir sehen uns auf alle Fälle in Mörbisch. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Man kann dann in Mörbisch durchaus der Glücksfee ein alkoholfreies Bier ausgeben. Für das, dass wir uns eigentlich nichts zum Sagen haben, weil wir erst letzte Woche eine aktuelle Episode aufgenommen haben, sind wir jetzt ziemlich lang geworden. Ich denke, die Leute sind schon ganz nervös und haben ihre Blöcke schon gezückt, um mitzuschreiben, wie man sie bestens bei einem Unsupported Ultra Cycling Race versorgt. Und dafür schalten wir jetzt zu Max. Während wir jetzt da gewartet haben, bis die Leitung steht, ist mir eingefallen, der coole Gag, den ich vorher reißen wollte, den ich nicht unterbracht habe, den muss ich jetzt noch schnell nachholen, weil du erzählt hast, ich schiebe die Hütten bis ins Ziel und dass es noch 1000 Kilometer nicht notwendig sein wird. Irgendwas in die Richtung hast du gesagt. Und dann wollte ich sagen, der Mathieu van der Poel hat noch 260 Kilometer bei der Flandern-Rundfahrt die Hütten ins Ziel geschoben. Also man kann auch noch 1000 absteigen, wenn du in der Position sein solltest. Ja. Kannst du das überlegen? Ich habe noch ein Video gesehen, dass der Mathieu 10 Meter zu früh auf Stopp gedrückt hat, bevor das Segment offiziell, also vor der Ziellinie, jetzt wird es wahrscheinlich nicht gültig sein. Da viel Gaming geschrieben, ja. Ja, Max, schön, dass du wieder da bist. Hi. Hi. Servus, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja viel beschäftigt. Ja, sehr gern. Wir müssen dich zuerst einmal kurz fragen, wie zufrieden bist du mit unseren Performances, weil
Wir haben vorher gerade geredet, wir haben die letzten Tage ein bisschen gelitten. Der Flo ist einmal fürchterlich eingegangen. Ich bin heute sehr eingegangen. Und du lachst wieder so. Ja, jetzt ist in Flo Seins habe ich schon gesehen, deins noch nicht. Ist jetzt dann immer ein bisschen Zeit für das Vergnügen. Aber ja, beim Flo habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen, ja, weil vorher habe ich immer so leicht bewertet und auf einmal kommt die Session, wo er halt ziemlich ja, eingegangen ist. Vielleicht dieses Jahr an der Ernährung gelegen. Es ist nicht an der Menge gelegen, der vorgegebenen Kohlenhydrate, die habe ich runtergebracht, aber ja, ich habe noch einen Versuch bei der Einheit und ich werde es das nächste Mal sicher besser machen. Ja. Leistung durch Essen kompensieren, gell? Ja, jetzt habe ich ganz unelegant versucht, ins Thema einzusteigen, weil ja, die Plaudert haben eh schon genug. Ich habe gewusst, was du willst, aber ich habe dich bewusst abgewürgt. Aber wir reden jetzt auf an Popular Demand über die Ernährung. Und ich habe vorher gesagt, du bist ein viel beschäftigter Mann, hauptsächlich darum, weil wir dich in den Podcast einladen und du 10 Seiten Skript schreibst für uns. Ja, das war ein bisschen ein Spin-off sozusagen. Ja. Also es war jetzt Nutznießer gewesen daraus. Was soll man essen? Fangen wir jetzt einmal mit der großen Frage an. Und wie viel? Mit einer ganz einfachen Frage. Und wann? Das ist eine echt, echt gute Frage, ja. Und eine echt unspezifische. Also grundsätzlich geht es immer darum, dass man halt einen Tagesbedarf deckt oder je nach Ziel einfach, genauso wie bei der Leistung. Es kommt immer darauf an, was man will. Wenn man das Gewicht halten will, dann geht es immer darum, eine gewisse Kalorienbilanz ausgeglichene zu haben. Wenn ich abnehmen will, dann sollte ich leicht negativ sein, will ich zunehmen, sollte ich leicht positiv sein. Das Ganze wird halt verkompliziert natürlich durch die Trainingssessions, die manche mehr oder weniger haben. Und das Ganze muss man in diese Rechnung mit einbeziehen. Also ich würde das Ganze jetzt da relativ einfach halten, immer mit Grundumsatz berechnen plus Leistungsumsatz draufschlagen und dann den Trainingsumsatz auch noch mit berücksichtigen. Es gibt zwar immer so ein bisschen Ja-Aber-Themen, aber im Grunde ist es das und ist es auch so einfach. Die Schwierigkeit ist immer das Tracken, ne? Weil erstens einmal Grundumsatz berechnen ist immer ein bisschen fehlerbehaftet. Es gibt schon genaue Methoden, aber die will man sich nicht leisten. Und genauso mit der Zufuhr. Also wer kann schon sagen, ob jetzt das auf 100 Kalorien genau oder nicht genau ist. Deswegen sind in erster Linie mal ganz wichtig, wenn man viel trainiert, dass man auf keinen Fall sich unterversorgt. Ja. Und das Ganze kann man halt relativ gut tracken mit dem Gewicht. Wenn das Gewicht jetzt runtergeht, ist ja mal schön. Für die meisten ist es einmal schön. Und irgendwann sollte dann aber auch mal sich das Ganze einpendeln. Und wenn sich das einpendelt, ist erst einmal ein bisschen individuell abhängig auch vom Körperbau und von der Genetik. Manche sind halt da eher ein bisschen auf der leichten Seite, manche ein bisschen auf der schwereren Seite. Da würde ich jetzt dann nichts übers Knie brechen, weil in der Regel ist es immer so, dass wenn man sich irgendwo runterhungert, dann kommt es irgendwann wieder zurück und dann ist man erst wieder dort. Also wichtiger ist fast, also für mich jetzt immer, dass die Leistung halt entsprechend passt, weil man hat ja nichts davon, wenn man sich in einem katabolen Zustand dann trainiert, indem man verzichtet und gleichzeitig trainiert und dann wird die Leistung schlechter, weil man sie quasi selber abbaut. Das soll jetzt auch nicht sein. Das war jetzt so der kurze Überblick über Ernährung allgemein im Trainingszyklus. Genau, ja. Im Training selber gibt es verschiedene Herangehensweisen, je nach Intention vom Training. Am Anfang würde ich immer sagen, versorg das Training so, dass du die Leistung bringen kannst. Also ich würde da nichts rumexperimentieren mit Low Carb oder No Carb oder nüchtern Training oder da ein bisschen weglassen, dort ein bisschen weglassen, sondern einfach das, also Kohlenhydrate verwenden, um einfach viel fahren zu können. Ne? Die meisten, die jetzt da dazuhören, werden halt da irgendwo im Bereich der Langstrecke sein und dementsprechend auch irgendwo gewisse Umfänge fahren und
Es ist immer schlechter, wenn man auf Biegen und Brechen irgendwie versucht, da an so einen Pseudo-Fett-Optimierungsprozess in Gang zu setzen und dafür kann man nicht gescheit trainieren oder man ist ständig irgendwie schlapp. Also wie man hat ein qualitativ gutes Training und die Stunden, die man halt trainiert, trainiert man halt echt gut. Da hat man deutlich mehr davon. Also alle Feinheiten mit da reduzieren, nüchtern Training, da ein bisschen, das sind alles Sachen, wo man alles andere, die ganzen Basics schon wirklich jahrelang optimiert hat und wirklich gut trainiert, dann kann man sich über sowas Gedanken machen. Aber so, wenn man jetzt im Einstieg ist, dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil gescheiter ist immer eine gescheite Basis zu legen. Ne? Und wie viel das halt Versorgung ist, hängt halt dann von der Intensität ab. Das ist natürlich Pi mal Daumen immer relativ schwer zu sagen, aber so Grundlagentrainings, also ich gebe jetzt einfach mal ein paar Zahlen aus, die halt ohne Gewähr sind, weil jeder Stoffwechsel ein bisschen anders ist, aber wenn ich jetzt Grundlage trainiere im lockeren Bereich, dann würde ich irgendwo zwischen 40 und 60 Gramm pro Stunde zu mir nehmen, vor allem wenn es halt sehr viel Umfang ist. Wenn man jetzt eine Stunde Radl fährt oder so, ist natürlich ist nicht so wichtig, ja, weil davor und danach isst man wahrscheinlich eh was. Aber wenn es jetzt schon mal 3-4 Stunden sind, dann auf jeden Fall, wenn das Ganze ein bisschen intensiver wird, dann dementsprechend auch die Kohlenhydrate ein bisschen raufschrauben. Das heißt, alles, was so gerade unterschwellig ist, Sweet Spots, wenn man schon eins baut, also unterschwellige Intervalle, dann würde ich schon auf 70 Gramm pro Stunde gehen und Schwellenintervalle etc., die kehren sowieso immer gut versorgt, da würde ich auch dann 70 bis 80 Gramm pro Stunde und V2-Max-Intervalle, das sind ja die harten Intervalle, die auf jeden Fall voll versorgen. 80 bis 90 Gramm pro Stunde, damit da wirklich die Qualität auf keinen Fall darunter leidet, weil sonst sind sie ja quasi sinnlos. Kann man das irgendwie anders vielleicht ausdrücken, wenn man jetzt nicht so der Zahlenfreak ist, wie viel das in der Praxis bedeutet, also 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde oder du sagst voll versorgen, kann man einfach sagen, so viel wie geht, gefühlsmäßig? Oder muss man das wirklich, wäre gut, wenn man das ein bisschen abwiegt oder sich zuerst beim Anrichten der Flaschen ausmisst? Nein, es ist genauso wie das fürs allgemeine Leben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ein bisschen Gewicht verlieren und möchte eine negative Kalorienbilanz, dann muss ich auch irgendwann einmal anfangen, Sachen zu tracken. Also mal einfach mal eine App nehmen und sage, wie viel ist ich denn, wie viel Kalorien hat das, wie viel hat das? Und das ist ja voll mühsam, ja. Aber es hat den Sinn, dass man mal ein bisschen ein Gefühl kriegt, ah, wie viel Kalorien hat denn das eigentlich, wie viel hat das eigentlich. Und da würde ich es genauso machen. Ich würde einfach mal ein bisschen würde die Küchenwaage nehmen, Flaschen draufstellen und dann einfüllen, damit ich mal ein Gefühl kriege, wie viel sind denn 60 Gramm oder 80 Gramm oder 50 Gramm. Dass man das einfach ein bisschen einschätzen lernt, weil dann brauche ich nicht immer Pi mal Daumen, sondern wenn ich weiß, das waren jetzt 4 Löffel, dann sind es nächstes Mal wahrscheinlich auch 4 Löffel. Und dann ist es nicht mehr so schwer, ja. Also natürlich im Idealfall so genau wie möglich die Vorgabe einhalten, aber wie groß ist die Range? Also wenn du sagst, Grundlageneinheit 40 bis 50 Gramm pro Stunde, ist es dann egal, ob es 39 sind oder 51 oder wie? Jedes Kernel wird rausgeschleckt. Es ist natürlich nicht ganz dogmatisch, ja, weil wenn jetzt 50 Gramm in der Flasche drinnen sind, dann wirst du auch nicht die 50 Gramm aufnehmen, weil ein bisschen Rest bleibt in der Flasche, dann hast du vielleicht einmal gespuckt, weil du ein Muckerl drinnen gehabt hast, dann wieder 3 Gramm weg. Also das ist natürlich alles, so ein bisschen Range hat alles. Ja. Und ob das jetzt 40 oder 35 oder 50 sind, auf das kommt es nicht an. Es ist ähnlich wie wenn ich jetzt sage, wir fahren jetzt einen Grundlag und wir fahren 180 bis 220 Watt, dann heißt das nicht, dass 225 Watt komplett wirkungslos sind und völlig am Ziel vorbeischießen, ne? Weil es ändert sich ja im Körper jetzt nicht wirklich was, wenn ich 5 Watt drüber fahre. Aber es ändert sich was, wenn ich 30 Watt drüber fahre. Also so in der Größenordnung kann man denken. Ne? Oder es ändert sich was, wenn ich jetzt statt 40 Gramm vielleicht 90 Gramm nehme, ja? Und die braucht die vielleicht gar nicht. Dann passiert auch nichts, weil wenn ich daheim auf der Couch sitze und mir Snickers reinhaue, dann habe ich ein bisschen mehr wie 90 Gramm und da sagt auch keiner was. Ja. Aber es wird denselben Effekt haben, ne? Wenn ich das ständig mache, dann werde ich halt eher zunehmen mit der Zeit, wenn ich locker fahren viel ist. Wir haben jetzt, wie selbstverständlich, davon gesprochen, dass man sich das in einer Trinkflasche anmixt. Ist das der Goldstandard, dass man diese Kohlenhydrate möglichst flüssig zu sich nimmt? Oder du hast jetzt gerade das Snickers angesprochen, wenn ich eine harte Einheit habe und
der Zielwert sind 90 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, macht es einen Unterschied, ob ich die jetzt trinke oder ob ich mir Snickers reinhaue? Also es macht, sage ich mal, alles, was so ein Wettkampf-Pace ist, da macht es nicht wahnsinnig viel Unterschied. Und da gibt es auch gute Untersuchungen, dass es egal ist, ob es jetzt aus einem Gel ist oder aus einem Riegel oder aus einem Pulver. Beim Riegel muss man ein bisschen einschränkend sagen, wenn es ein Kohlenhydrat-Riegel ist. Und beim Snickers habe ich ja immer das Thema mit, da sind Nüsse drin, da ist viel Fett drinnen, das verzögert die ganze Aufnahme. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so dramatisch in der Grundlageneinheit. Ja, also wie gesagt, das Fett wollen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt dazu nehmen, weil es verzögert alles und das macht es ein bisschen komplizierter. Das ist auch das Praktische an den Sachen. Man kann es jetzt super berechnen, wann ich jetzt das Pulver habe. Also da brauchen wir jetzt keine Gedanken machen, habe ich das jetzt oder nicht. Und bei den Riegeln schaue ich hinten drauf, wie viel ist drinnen, weil bei einem sind 20 Gramm drin, bei anderen sind 40 Gramm drinnen. Genauso wie bei den Gels, da gibt es die 40 Gramm Gels, die 25 Gramm Gels etc. Aber da kann man sich, da habe ich gerne ein bisschen Freiheiten. Ja. Wenn es harte Einheiten sind, dann sage ich ja, also von meiner Seite aus sollte es dann immer Pulver sein, also die Sportgetränkepulver. Und, meistens sind es irgendwelche Maltodextrin, Dextrose, Glucose, Fructose Gemische, weil die einfach dann schneller in der Blutlaufbahn sind. Und wenn es harte Intervalle sind, dann will ich die Energie auch relativ schnell haben. Also da würde ich jetzt auf Snickers tunlichst verzichten, weil erstens einmal bei der Intensität kann sein, dass der schlecht wird und du wirst wahrscheinlich die Energie von diesem Snickers ja erst dann haben, wenn du in der Wiesn liegst. Wenn man sich jetzt aussuchen kann, zu viel oder zu wenig unterwegs zu sich zu nehmen, was ist weniger ungünstig? Also ich meine jetzt zum Beispiel in der Wahltraining, da wird es wahrscheinlich eher passieren, dass man zu wenig zu sich nimmt, gerade wenn man länger unterwegs ist oder wenn man unterwegs nachtanken muss und gerade irgendwie zu wenig dabei hat. Wir wollen ja halt praktisch bleiben und mit ganz einfachen Sachen reden. Ja. Und da gehört halt einfach das Thema dazu, was ist, wenn ich unterwegs einkaufen gehen muss. Ist es ganz blöd, wenn ich zu wenig zu mir nehme? Wird dann das Training, die Trainingsqualität massiv leiden oder ist es auch blöd, wenn ich zu viel zu mir nehme? Also im Zweifel würde ich immer zu viel zu mir nehmen, ein bisschen eingeschränkt drauf, was es halt ist. Also wenn ich jetzt noch so ein Binge-Eating-Einkauf mache, ne, wo ich mir alle Haribos vom ganzen Supermarkt kaufe, dann wird das wahrscheinlich eher schlecht sein für die Qualität vom Training, weil es da halt dann schlecht wird. Aber wenn das jetzt ist, dass ich einfach einkaufen gehe und mich ganz normal wieder auffülle und nicht genau weiß, habe ich jetzt zu viel oder nicht, dann lieber zu viel, ja. Und das gilt auch für lange Fahrten, weil das passiert ja nur, wenn du lang fährst. Also ich glaube nicht, dass einer einkaufen geht, wenn er eine Stunde Radl fährt. Und dann auch lieber zu viel, ja, weil lange Einheiten gehen einfach gut versorgt, damit die Qualität vom Training einfach hoch ist. Und damit ich dann danach auch kein Riesendefizit nicht habe, weil um das geht es eigentlich auch dann, dass ich nach so lange Einheiten auch relativ schnell wieder regeneriere. Und je mehr ich in den Boden reingefahren habe, desto länger dauert die ganze Regenerationsphase. Und das längere Regenerationsphase heißt, ich kann länger nicht gescheit trainieren, aber vielleicht steht am nächsten Tag schon oder am nächsten Tag eine Trainingseinheit drauf. Die kann ich dann qualitativ sicher deutlich schlechter fahren. Deswegen ist die Versorgung einfach in der Trainingseinheit so wichtig. Nicht unbedingt immer für die Einheit, sondern auch für die nächste Einheit dann. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn man sie richtig leer fährt, dann ist man am nächsten Tag auch noch geschossen. Man spürt, das sind der Flow kommt berichten, wie es war letztes Mal. Ja, Montag war ja dann dankbar mit Recovery, aber die Beine waren schon ein bisschen schwer. Aber weil du gerade gesagt hast, einkaufen, was soll man denn kaufen, wenn man jetzt eine 5-6 Stunden Einheit hat und die Trinkflaschen sind idealerweise noch 2 Stunden leer, weil man ja aufs Trinken nicht vergisst, auch wenn es kalt ist und vielleicht regnet. Wenn ich jetzt so in einen klassischen mitteleuropäischen Supermarkt oder zu einer Tankstelle gehe, was wäre denn ideal? Weil ein Sportgetränk oder ein Gel werde ich normalerweise nicht finden. Ja, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also mittlerweile sind ja diese Sachen eh recht hip und man findet die überraschend oft, ja. Aber natürlich kann man ein bisschen nach dem Guster einkaufen. Und wie gesagt, also wenn das jetzt lange Einheiten sind, die locker fahre, dann kann ich einmal ein bisschen den Guster mitentscheiden lassen.
Ich würde es aber trotzdem eher so, also gescheiter sind immer die Zuckersachen, sage ich jetzt einmal, ob das jetzt so Haribo sind oder jetzt oder ähnliche Produkte, also um nicht irgendwie firmenspezifisch zu sein, aber halt alle, die aus Zucker gemacht sind. Und da gibt es ein bisschen lieber habe ich immer die veganen Sachen, weil die ein bisschen, die muss nicht so arg kauen und da ist richtig viel Zucker drinnen auch, und die gingen eigentlich auch ganz gut. Und wenn man mal ein Booster ein bisschen auf den Schoko hat oder so, dann kann man das natürlich auch mitnehmen. Aber wenn ich dann zum Beispiel zum Schluss dann noch, weil es im Trainingsplan steht, nach 4 Stunden noch ein paar Intervalle kommen, dann würde ich wieder das selbe Prinzip, also würde ich wieder eher auf nicht zu viel Fett setzen. Ja. Und Schoko ist einfach Fett. Ja. Letztens bin ich markiert worden in einer Instagram-Story. Da hat sich jemand Marzipan gekauft, also in so einen Marzipan-Blog, und hat quasi so die Frage in den Raum gestellt, was wir Ernährungsexperten zur Marzipan-Diät sagen beim Training. Hast du das schon irgendwie dir überlegt, ob das was Gescheites sein kann? Ja, das hat mir der Bernhard, ich glaube, von dem habt ihr schon mal eine Mail vergessen, der hat mir das auch mal gesagt, bin mir nicht ganz sicher, aber egal. Entschuldige, es war jemand anders. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, ja, weil Marzipan ist im Prinzip ja super kaloriendicht, ja, also jetzt für Langstrecken, TCR oder sowas, ja. Du hast super viel Kalorien, du hast super viel Zucker, und eigentlich ist das so wie gepresste Flüssignahrung. Ne? Also ein bisschen mehr Fettgehalt. Ne? Ja, es ist Mantelbasis, ne? Wobei man jetzt nicht sagen kann, dass es jetzt deswegen voll gesund ist, ne? Weil da ist dann natürlich auch noch andere Zusatz. Aber ich möchte gerne auch mit die Tankstelle sehen, wo sagt, wir haben Marzipan, so in Marzipan, ein Kochblock. Ein Kochblock Marzipan. Aber wir haben kein Brot und kein Riegel und sonst nichts. Aber Marzipan hätten wir. Ja, vielleicht in Salzburg-Umgebung mit den Mozartkugeln musste ich dann das Drumherum ein bisschen wegknabbern und dann nur das Marzipan schlürfen. Aber was mir jetzt erfällt, ist die klassische Banane. Die ist ja eigentlich, auch wenn ich da im Podcast den Ruf habe, da nur Junk zu fressen, aber das ist so eigentlich mein klassisches Go-To, weil die ist auch recht praktisch in der Trikottasche im Vergleich zum Schokoriegel. Ja, schaut auch voll gut aus hinten, wenn du es drinnen hast, ja. Banane geht natürlich, aber ist jetzt auch so, dass das einfach nicht super viel Zucker drinnen ist, und der Zucker, der drinnen ist, ist ein Fruchtzucker, logischerweise, und der braucht einfach ein bisschen länger, bis er zur Verfügung steht. Ist jetzt nicht das, wenn du jetzt eine sehr schnell Energie haben möchtest, weil du vielleicht schon knapp vom Hunger aus bist, dann würde ich vorher noch was anderes mir reinhauen, aber grundsätzlich geht's ja. Also wenn du jetzt sagst, du isst die jetzt dann in einer halben Stunde oder sowas, weil es ist, oder du brauchst jetzt nicht unbedingt gleich einen Zuckerschub, dann geht das natürlich auch gut. Aber da gilt's auch wie alle Obstsachen, also übermäßigen Konsum würde ich jetzt nicht machen, oder übermäßig würde es nicht zu mir führen. Auch in die langen Rennen geht immer, aber halt vielleicht nicht gleich ein ganzes Kilo oder so, weil man kennt das, glaube ich, eher, dass man dann vielleicht ein bisschen Bauch wegkriegt oder so, und die ganzen Ballaststoffe, auf die man vielleicht dann eher zu sprechen kommen, die quellen dann irgendwann vielleicht auf die quellen dann auf im Darm, und das macht dann eher mehr Probleme, als wie dass es irgendwas löst. Es löst schon was, aber das kommt ja dann hinten raus. Ganz kurz der Disclaimer: This is not financial advice. Also wir reden jetzt explizit über die Ernährung während des Trainings und während der Rennen. Wir reden jetzt nicht vom allgemeinen Lifestyle. Also man kann. Ja, das ist ein guter Disclaimer. Ja. Man muss auch dazu sagen, wir werden das Ganze, wie der Straub schon gesagt hat, sehr praxisrelevant machen und uns da jetzt nicht auf irgendwelche wissenschaftlichen Feinheiten da konzentrieren, wo man irgendwelche Studien hat, wo nimmt man 70 Gramm, wo 120 Gramm und so, sondern das, was man halt wirklich praktisch oder hoffentlich praktisch umsetzt. So ist vielleicht wirklich nochmal der Hinweis, dass unsere Episode von vor 3 Monaten ungefähr,
man wird es finden, wenn man sich dafür interessiert. Da ist sehr viel Wissenschaftliches von dir erzählt worden, da kann man gerne nochmal reinhören und sich dann noch ein paar Infos holen. Wie würdest du empfehlen, die Ernährung so zum Wettkampf hin zu gestalten? Also, dass man sagt, die letzten paar Tage, bevor es losgeht, da wird man vielleicht nochmal irgendwie so Carboloading machen oder die Speicher nochmal alle auffüllen, vielleicht auf ein paar Dinge verzichten, die nicht so leicht verdaulich sind. Wie machen wir das in der Praxis? Ja, trainingsmäßig fährt man ja ein bisschen runter, jetzt von die, am besten von den Umfängen, eher vielleicht nicht so von den Intensitäten. Und gleichzeitig versucht man dann halt auch bei den langen Sachen den Darmtrakt ein bisschen zu beruhigen, beziehungsweise ein bisschen vorzubereiten auf das Rennen. Und das heißt, dass der unter Anführungszeichen relativ clean sein sollte. Also jetzt nicht mit irgendwelchen medizinischen Mitteln, sondern dass man versucht, keine belastenden Sachen mehr zu essen. Also ich würde so, ja, 4 bis 5 Tage vor dem Wettkampf würde ich schon beginnen, dass ich eher leicht verdauliche Sachen zu mir nehme und nicht mehr so die klassischen gesunden Sachen, so wie der Flo jetzt zuerst auch gemeint hat, ne, dass wir jetzt eher ins Ungesunde schwenken, weil es einfach notwendig ist. Also wir wollen da eher ballaststofffrei essen, das heißt, aus der Nahrung rausnehmen würde ich sukzessive Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Salat, viel Fettiges würde ich auch nicht mehr zu mir nehmen. Also quasi so die Klassiker, die man sonst ja kennt von den Weisheiten, dass man es nicht essen soll. Weißbrot, das sollte man dann alles, auf das sollte man umschwenken. Also Reis, Weißbrot, weiße Nudeln, alles, wo relativ wenig Fasern drinnen sind. Und deswegen auch Obst, Gemüse reduzieren. Weil alles, was im Darm dann noch vorhanden ist im Wettkampf und dann wieder dasselbe Thema und das dann drinnen liegt und vielleicht will man auch noch gesund essen während dem Wettkampf, das wäre eigentlich so der Super-GAU für mich, weil dann staut sich das Ganze natürlich auf, es akkumuliert dann im Darm und dann kriegt man sehr sicher Probleme mit dem Bauch oder mit der Verdauung. Das heißt, 4 bis 5 Tage vorher umstellen auf sehr leicht Verdauliches und dann zum Wettkampf hin oder beim Wettkampf selber sowieso nur noch auf das setzen dann. Ja. Man kann also sagen, gesund essen ist immer erwünscht, außer kurz vorm Rennen und im Rennen. So ist es, genau. Ja. Wobei das ja jetzt noch nicht jetzt massiv ungesund ist, ja, aber ich meine, Ballaststoffe sind schon sehr wertvoll, auf die verzichtet man halt absichtlich. Das ist so die einzig große Einschränkung. Weil du gesagt hast, den Darm entleeren braucht man nicht irgendwie mit Medikamente machen oder so. Ich muss tatsächlich erzählen, ich habe das früher einmal gemacht. Ich habe einmal 2, 3 Rennen gemacht. Da habe ich mir vor dem Rennen 3 oder 4 Tage vorher Rizinusöl gegönnt, damit ich halt quasi eine Darmentleerung mache. Dann habe ich herrlich Durchfall gehabt. Und dann habe ich quasi mit Darmbakterien das alles wieder aufgepäppelt und die Idee war, wirklich quasi alles so ganz rein zu bekommen und dann halt mit Flüssignahrung 3 Tage vor dem Rennen anzufangen. Es hat funktioniert, aber es war halt irgendwie ein bisschen ungemütlich. Also du musst dann halt einen Tag fix daheim sein und kannst nicht wirklich außer Haus gehen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich was gebracht hat. Ich bin dann nicht schneller Radl gefahren oder so, aber ich habe es halt damals wirklich probiert und das sollte nicht der Anreisetag sein. Das sollte nicht der Anreisetag sein. Und ich glaube, es geht auch ohne. Aber man kann es machen. Also ich glaube, dass du das schon bewiesen hast, dass es ohne auch geht. Ja, aber man es Spaß macht. Nein, es macht keinen Spaß. Ja, Carboloading hast du auch angesprochen. Finde ich persönlich jetzt immer gut, dass man seine Speicher so gut wie möglich füllt. Je kürzer die Rennen, desto wichtiger das Ganze, weil die Leistung, die profitiert natürlich von vollen Kohlenhydratspeichern in der Muskulatur und je voller die sind, desto länger kannst du schnell fahren. Das heißt, dass man neben der Umstellung von der Ernährung würde ich auch das Ganze schon Richtung High Carb trimmen. Und da sind für mich immer so die letzten 3 Tage oder 3 bis 4 Tage so entscheidend. Ja,
Da geht man dann Richtung High Carb, Low Fat. Das heißt, man nimmt sehr viel Kohlenhydrate zu sich. Also am besten finde ich immer viel Reis, weil Reis irgendwie sehr, sehr unproblematisch ist. Man kann das Ganze auch mit Flüssigkeit, also auch mit diesen Getränkepulvern dann noch kombinieren. Und das Ganze halt so unter Anführungszeichen hochdosieren, dass man schon so einen hohen Kohlenhydratanteil hat und so viel Kalorien hat, dass eigentlich nicht mehr recht viel Platz bleibt für was anderes. Also es gibt ja gute Untersuchungen zum Carboloading. Früher hat es die Saltin-Diät gegeben, die sehr, oh, sehr hart und sehr arg war, von der ist man eigentlich komplett weggegangen. Mittlerweile ist es so, dass man sagt, 5 Tage High Carb und Low Fat, das ist schon mal gutes Carboloading. Dann gibt es noch Strategien, wo man sagt, 3 Tage vorher 8 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht, 2 Tage vorher auch und den Tag vor dem Wettkampf eher normal, sage ich jetzt einmal, schon High Carb, aber damit man den Darm nicht so oder Magen-Darm nicht so stresst, weil 12 Gramm pro Kilo Körpergewicht Kohlenhydrate, das ist schon eine schöne Menge. Also da muss man schon, das ist schon Arbeit. Jetzt umgerechnet, Flo, wir haben, glaube ich, beide ungefähr an die 80 Kilo, sagen wir ja. Ja, das ist dann fast 1 Kilo Kohlenhydrate mit 12 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also 1 Kilo ist echt viel. Und dann kannst du hochrechnen, das sind schon fast 4000 Kalorien. Das heißt, da bleibt einfach gar kein Platz nicht mehr für irgendwas anderes, weil dann, man will ja auch nicht zunehmen bis zum Rennen. Ja, nein, das ist jetzt keine riesen Zunahmemöglichkeiten, aber trotzdem. Ja. Und deswegen ist es fast nur mehr ausschließlich Carbs und Wasser, ja, weil Carbs brauchen auch Wasser zum Einspeichern und das ist einfach dann sehr, sehr wichtig. Und das bisschen, was noch überbleibt, das würde ich eher für Protein investieren. Also da ist sehr, sehr viel Reis und keine Ahnung, Reis mit Tomatensauce und als Nachspeise Reis mit Marmelade und dazu ein Kohlenhydratgetränk. Irgendwie so in die Richtung. Ja. Also da muss man schon echt ein bisschen planen, damit man auf diese Menge kommt. Und man muss es probieren vorher, weil also das erste Mal vor dem Wettkampf machen ist einfach alles sehr risikobehaftet. Vielleicht braucht man auch gar kein Rezept. Wie viel Proteine und vor allem welche würdest du dann noch die letzten 3 Tage empfehlen? Also vielleicht generell mit den Proteinen. Jeder, der viel trainiert, braucht einfach auch viel Protein, weil Training ist ja quasi immer ein Muskelverschleiß. Und nicht nur Muskel, sondern auch die Mitochondrien, also die energieproduzierenden Körperchen, nenne ich es jetzt einfach einmal, die brauchen auch Protein, um wieder repariert zu werden. Und viel Trainierer hat schon einen hohen Bedarf. Also da reden wir schon von 1,3 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht Protein auf den Tag gerechnet. Und damit man weiß, wie viel das man zu sich nimmt, haben wir wieder dasselbe Thema. Also irgendwann muss man es einmal vielleicht tracken, das Ganze. Weil also ich sage, jetzt nehmen wir einfach einmal Wochen Zeit und track das ganze Essen und dann schauen wir, auf wie viel das eigentlich wirklich kommt. Das Problematische dabei, unter Anführungszeichen, ist ja, wenn ich jetzt ein relativ wenig Protein zu mir nehme, dass ich alle lebenswichtigen Funktionen natürlich als allererstes das Protein kriegen. Protein wird in erster Linie als Baustoff verwendet und sekundär als energieliefernde Substanz. Und deswegen, wenn ich zu wenig nehme, bleibt halt einfach nichts über für den Muskel, was auch wieder ein regeneratives Defizit bedeutet. Deswegen ist die Proteinaufnahme wirklich wichtig. Die Tage vor dem Wettkampf, darum habe ich gesagt, würde ich eher auf die Proteine setzen, was nur an Kalorien frei bleibt. Das wird schon relativ eng, ja. Und ich würde auf jeden Fall auf leicht verdauliche Proteine setzen. So, wenn man jetzt weiß, dass man relativ gut Milchprodukte verträgt, kann man das mit denen machen oder mit tierischen Eiweißen wie Fleisch, Fisch etc. Man kann das Ganze aber auch natürlich mit veganen Mitteln decken. Also, ich würde es auch nicht abraten, das Ganze mit Shakes vielleicht zu lösen, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick, ob das jetzt passt oder nicht. Weil da kann man im Prinzip nur was gut machen und nicht was schlecht machen. Und da gibt es ja alle Varianten. Ja. Also da gibt es die ganz klassischen Whey-Proteine, also die Molkenproteine, also jetzt für Veganer, das ist ein tierisches Produkt, das heißt, jeder wird nicht zugreifen drauf, aber es gibt da mittlerweile schon genug vegane
Proteinpulver und das ist eins von den Supplementen, eins von den ganz, ganz wenigen Supplementen, die, wo ich sage, das macht auch Sinn, ja, wenn man jetzt vielleicht unter Tags weiß, man isst eigentlich eher kohlenhydratlastig und vernachlässigt die Proteine eher, dann ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Oder man hat seinen Proteinzufuhr im Blick und sagt, passt eh, dann ist auch, es lässt sich alles über die Nahrung decken, also es muss nicht sein. Du hast gesagt, man soll jetzt nicht gezielt zunehmen im Sinne von zu viel essen und dann Fettreserven aufbauen, aber eine gewisse Gewichtszunahme lässt sich nicht vermeiden. Wenn man so viele Kohlenhydrate isst, wird Wasser mit eingelagert. Das heißt, wenn man sich auf die Waage stellt vorm Wettkampf, dann muss man das irgendwie einberechnen, oder? Und darf sich quasi jetzt nicht verunsichern lassen, wenn genau. Die Waage nach oben geht. Also die Regel Nummer eins ist, stell dich nicht auf die Waage. Weil vor dem Wettkampf wirst du genau aus dem Grund ziemlich sicher zunehmen und damit da keiner nervös wird. Die Waage sagt dir ja im Prinzip nur, wie groß die quasi die Anziehungskraft ist von deinem Körper. Ne? Schön formuliert. Es sagt ja nichts über die Körperzusammensetzung. Ja? Also das kann nicht sein, dass einfach Muskelwachstum da ist. Es kann sein, dass Kohlenhydrate eingelagert werden und das genau das, was du sagst. Wenn ich Kohlenhydrate einlagert, dann werde ich auch gut zunehmen, weil jedes Gramm Kohlenhydrate eine gewisse Menge an Gramm Wasser mit einlagert. Das heißt, du nimmst ganz sicher zu. Aber das ist was, wenn du ein paar Stunden gefahren bist, ist das auch wieder passé. Ne? Das ist dann wirklich die Kraft, die man speichert und nicht das ungewollte Gewicht. Ja. Also ist ein gewolltes Gewicht, ja. Auf das würde ich ja nicht verzichten. Du hast vorher das in so einem Halbsatz gesagt, ich möchte das nochmal rausstreichen, weil es wirklich wichtig ist, also nicht vor dem Hauptwettkampf solche Sachen erstmals testen. Das gleiche gilt für Gels, Sportgetränke, Pipapo. Ich weiß, die sind nicht immer günstig, vor allem qualitativ hochwertige, die können schon ins Geld gehen, wenn man die in jeder Trainingseinheit immer isst. Das muss auch nicht sein, aber man sollte schon zumindest so gefunden haben, was einem schmeckt und was man auch vertragt. Man vertragt nicht von jedem Hersteller jedes Produkt immer gleich gut. Das sollte wirklich getestet werden. Das möchte ich nur nochmal rausstreichen. Genau, ja, völlig richtig. Und auch wie du sagst, ja, also die Sachen sind jetzt auch nicht in der Menge nicht immer billig. Das heißt, wenn ich jetzt nenne ich es einfach einmal ein Routinetraining oder ganz normales Training habe, dann muss ich nicht immer jetzt mein Top-Produkt verwenden, wo ich sage, okay, mit dem, das ist einfach das, wo ich gut fahren kann damit, sondern da kann ich auch mal, wie wir zuerst geredet haben, wenn ich eine lange Ausfahrt habe, dann gehe ich zum Supermarkt und kaufe mir dort was. Aber es soll schon gezielt Einheiten geben, die lang sind, wo man diese Produkte dann quasi von Anfang bis Ende der Einheit einmal durchprobiert, ob das eh tatsächlich so ist, dass ich das 5, 6, 7, 8, 9 Stunden gut vertrage. Ja. Und das ist ja das, was wir immer machen, wenn wir irgendwas Neues mit einnehmen in unserer Strategie, dann wird es auch einmal ausgiebig getestet im Training, weil ja im Wettkampf es ist das der Anfängerfehler Nummer eins, dass du irgendwas machst im Wettkampf, was du noch nie vorher gemacht hast. Das Gleiche gilt für Koffein, weil das auch immer so ein Thema ist, gerade bei den Langdistanzen. In was für einer Form auch immer, ob es in Kaffeeform ist oder in Tablettenform oder keine Ahnung, in Gels. Wenn man das plant und vielleicht auch ein bisschen höher dosieren möchte, aber man hat es vorher so einen Koffeinentzug über einen Kaffee trinken gemacht hat. Du sagst, das bringt nicht viel. Ich sage, das bringt wahnsinnig viel, vor allem wenn man daran glaubt, wenn man sie einredet, dass er das super stark macht. Yeah. nein, es bringt schon was. Das ist schon das ist auf jeden Fall. Ja. Also jetzt die Kurzversion ist 2 Wochen vorher, aber natürlich, je länger du verzichtest, desto sensibler werden die Rezeptoren. Ja. Aber ich sage jetzt einmal, da gibt es jetzt wenn es 2 Wochen drauf verzichtet, dann werden sie jetzt nicht mehr viel sensibler nach 3 Wochen, aber ein bisschen schon. Ja? Und wenn ich das halt ganz in die Länge ziehe und halt, sag ich mal, ein halbes Jahr verzichte, dann sind sie halt super sensibel. Oder 37 Jahre, so wie ich. Und ja, wenn du nach 37 Jahren im Rennen beschließt, bei mir summiert und jetzt haben wir 200 Milligramm ein, dann solltest du das im Training vorher mal probiert haben. Ja? Nicht, dass du dann, keine Ahnung, Halluzinationen hast vor lauter Aufgeregtheit und 200er Herzfrequenz hast.
Nein, aber einfach probieren das Ganze. Ja. Aber man verzichtet auf Koffein und das vielleicht das erste Mal. Ich würde es nochmal in einer Trainingseinheit probieren. Ja. Und mit der Menge, wo ich plane, dass ich zu mir führe. Und bei Koffein ist auch so, da gibt es auch von bis. Ja. Also es gibt Untersuchungen, die mit 10 Milligramm pro Kilo Körpergewicht das untersucht haben. Aber das ist schon eine richtige Bombe. Also das würde ich nicht raten, weil da kann potenziell eher mehr schief gehen, aber ich sage jetzt mal so ab 3 Milligramm aufwärts und das ist wieder Eichere oder unsere 80 Kilo, wären es um die 300 Gramm. Wie viele Espressos? Ein bisschen mehr wie ein starker Espresso. Ja, so 1,5, 2 Espresso, sowas. Kommt auch immer darauf an, was für Bohnen. Und, aber so um den Dreh, ja. Und genau, das Ganze einfach einmal im Training probieren, weil manchmal kommt man auch drauf, da geht es mir eigentlich gar nicht gut damit und dann braucht man irgendwie Plan B. Ja, und weil blöd ist, wenn man es im Rennen dann merkt, das taugt man nicht. Übrigens, wenn man sich mehrere Espressos bestellt, ist das grammatikalisch in Ordnung. Nein, ich habe das jetzt nämlich einmal nachrecherchiert, Espressi gibt es im Italienischen nicht. Es heißt Kaffee Espresso und das heißt, du musst die Mehrzahl von Kaffee bilden und Espresso gibt im Italienischen, gibt es nicht in der Mehrzahl. Insofern ist das nur ein Germanismus. Also völlig wurscht. Es ist sowieso falsch. Da haben wir sogar einen Söldner mal einen Kellner gefragt, der Italiener war. Und haben wir gefragt, ob wir jetzt 2 Espresso oder 2 Espressi bestellen. Dann hat er so geschaut und hat gesagt, was ist Espressi? Ja. Also mit seinem italienischen Akzent natürlich, ja. Ja, habe ich gesagt, nein, das passt schon. Und apropos Kaffee, auch der Schlaf ist, glaube ich, vorm Rennen die letzten Tage ziemlich wichtig. Stress vermeiden, genau, ja. Nicht bis zur letzten Minute. Ja. Ich meine, es lässt sich nicht immer vermeiden, gerade wenn Anreise dazukommt, aber so gut wie möglich schauen, dass man die letzten Tage vor dem Rennen gut schläft. Also wenn es planbar ist, dann auf jeden Fall bis zum Vortag quasi, also die Woche, wenn es am Samstag der Wettkampf startet, dann bis zum Schlaf Donnerstag auf Freitag, weil der Schlaf von Freitag auf Samstag wird wahrscheinlich nicht der beste sein. Ja? Da hat man immer viel zu tun, denkt ein bisschen nach, dann wird man vielleicht ein bisschen nervös oder was auch immer. Also die Tage davor im Schlaf sind sicher die deutlich wichtigeren. Ja? Oder man sitzt bis 3 in der Früh wach, schraubt noch am Rad herum, montiert einen neuen Sattel, probiert das erste Mal die neue Fahrradhose an. Klingt gut, ja. Ja, das ist für mich immer ganz schwierig, zum Beispiel das Rennen. Und dann trinkt man das erste Mal nach 37 Jahren Kaffee genau. Zum Frühstück. In Bosnien sind wir um 5 Uhr in der Früh gestartet. Das war für mich ganz hart, weil ich versucht, die letzten Tage vor meinen Schlafrhythmus zu ändern, ganz früh schlafen gehen. Und das hat auch ein bisschen Probleme verursacht. Also das ist auch was man berücksichtigen kann. Ja, wir reden eh schon wieder recht lang und wir haben noch einiges vor, aber gehen wir vielleicht zum nächsten Kapitel, nämlich wir starten ins Rennen. Wir haben noch Zeit für ein Frühstück. Sollen wir sie nochmal so richtig den Wanst vollhauen vor dem Start? Ja, würde ich jetzt nicht, weil es jetzt da nicht sehr viel bringt, aber wenn man jetzt vielleicht so die Denke hat, dass das im Magen liegt und dann geht es eh schön langsam in den Darm. Also das ist auch ein bisschen eine zu mechanische Vorstellung. Es gibt eh so eine gute Faustregel, dass man sagt, wenn man eine Stunde vor dem Wettkampf aufsteht, das kann ja durchaus sein, wenn der Start früh ist, gell, um 7 Uhr in Bosnien zum Beispiel, dann 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht Kohlenhydrate zu sich nehmen, also in leicht verdaulicher Form, sprich, das sollte jetzt auch nicht mehr recht faserig sein, also Reis ist echt immer gut, eine gute Wahl, ja. Oder eben Weißbrot mit Honig, Marmelade, was auch immer. Also irgendwas, was sehr leicht dann zu verdauen ist. Wenn ich 2 Stunden vorher aufstehe, dann 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, 3 Stunden vorher 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und wenn der Start irgendwie sehr spät ist, dann würde ich im Tag ganz normal starten, sehr lang schlafen, so lange es geht. Und dann immer so einfach alle Zeitl ein bisschen was essen und dann die Service-Strategie. Also wenn ich 2 Stunden vom Wettkampf nur mit 2 Gramm pro Kilo zu mir nehme, dann passt es auf jeden Fall, ja. Und es ist eher so, dass man vor dem Start jetzt eigentlich eh nicht so die Massen essen gerne mag, weil irgendwie ist man doch ein bisschen, ja, schon im Rennfieber und
da ist gescheiter, einfach alles mit Gelassenheit anzugehen und einmal ins Rennen zu starten. Und wenn dann der Rennrhythmus da ist, so nach einer Stunde, dann hat sich alles eingependelt und dann, glaube ich, dann ist man eher bereit dafür, dass man das Ganze, diesen Rhythmus aufbaut dann. Aber vielleicht kann man einfach so ganz einfach sagen, dass man die letzte Mahlzeit vor dem Start nicht mehr übertreiben muss. Wenn man die Tage vorher gut gegessen hat, wird man auf der letzten Mahlzeit quasi jetzt nichts mehr retten. So wie das Training oder so wie das Lernen vor der Prüfung. So die letzte Stunde vor der Prüfung lernt man nicht mehr so richtig viel. Und das Training am letzten Tag bringt auch nichts mehr. Und beim Essen ist genauso. Übrigens, der Robert Müller ist in Bosnien eine halbe Stunde vor dem Start aufgestanden. Wahrscheinlich hat er ein halbes Gramm gefrühstückt. Er hat nämlich noch, glaube ich, gar nichts gefrühstückt. Er hat noch sein Zelt abbauen müssen. Ja, der Robert, ja, der hat wahrscheinlich, hat er sich einmal beim Riegel abbissen, den er noch irgendwo im Zelt gefunden hat. Schöne Grüße. Wenn wir jetzt ins Rennen starten, wir wollen, glaube ich, das Thema mit Supported, also mit Betreuung, nur streifen. Das haben wir schon öfters besprochen, vor allem so die Strategie mit Flüssignahrung, den man idealerweise 3 Tage vor dem Start umstellt und sich darauf einstellt, entweder teilweise oder komplett, so wie vom RAM zum Beispiel das ganz gut funktioniert. Und dann kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen. Du hast unterwegs dein Team, idealerweise ein Protokoll. Du kannst pro Stunde gezielt so viel Essen trinken, wie du brauchst und wie du möchtest. Und vielleicht kann man das Ganze mal kurz zusammenfassen, auf was man da wirklich achten muss. Und dann reden wir über die unsupported Sachen. Ja, so wie du sagst, also ich würde es jetzt vielleicht in 2 Kategorien aufbrechen. Bei die Rennen, die so an die 24 oder unter 24 Stunden sind, ist auf jeden Fall aufgrund von der Leistung, die man erbringen sollte, also wenn man schnell fahren möchte, dann sollte auf jeden Fall der Fokus auf Kohlenhydrate liegen. Da ist es jetzt nicht so zielführend, dass man möglichst viel Flüssignahrung zu sich nimmt, also möglichst viel Kalorien zu sich nimmt, weil in der relativ kurzen Zeit wird kein wahnsinniges Defizit, also es entsteht immer Defizit, aber kein so großes, dass es in irgendeiner Form total nachteilig ist. Und deswegen ist die Kohlenhydratzufuhr sicher deutlich wichtiger. Und da würde ich auch sehr, sehr viel auf die ganz klassischen Produkte zurückgreifen, auf die Sportgetränke, Gels, eventuell auch Riegel, aber wie gesagt, wieder eher die, wo wenig bis kein Fett drinnen ist. Und Flüssignahrung einsetzen, aber eher so nach Verlangen. Also vielleicht alle paar Stunden einmal, dass man einfach ein bisschen mehr Kalorien reinkriegt, aber das wäre jetzt nicht das, wo ich versuche, möglichst viel davon aufzunehmen. Weil was so länger wie 24 Stunden ist, so wird das Kaloriendefizit einfach immer wichtiger, dass das möglichst klein ist oder nicht zu groß wird. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Kalorienzufuhr dann möglichst hoch ist. Und das schafft man halt am allerbesten mit der Flüssignahrung, weil so viel kannst du gar nicht essen. Und mit der Flüssignahrung, das sind ein paar Schluck und dann hast du es unten sozusagen. Und da ist es halt immer sehr, sehr schwer, wenn man es das erste Mal macht, weil man weiß einfach nicht, ja, wie ist es dann nach 20 Stunden oder nach 25 oder 30 Stunden. Wenn ich das erste Mal mache, dann würde ich das eher ein bisschen ausdünnen, dass ich sage, okay, ich trinke in der ersten Stunde mal so eine Flasche, vielleicht in der dritten, vierten Stunde und dann schaue ich mal, wie es mir geht damit, ob ich diese zeitliche Komponente ein bisschen verkürzen kann. Bis hin zu dem, so wie wir das halt machen, dass du fast wirklich jede Stunde so eine Flasche trinkst, dann noch ein Kohlenhydratgetränk dazu, dann bist du schon mal bei den 500 Kalorien, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist schon ein guter Orientierungsrichtwert, vor allem, wenn man relativ hohe Leistungen bringt. Wenn die Leistung, also was für ein Grund auch immer, ein bisschen weniger ist, dann habe ich natürlich auch weniger Kalorienaufwand und ich habe auch weniger Kohlenhydrataufwand, dann muss das Ganze jetzt auch nicht so dicht sein, dann kann das Ganze ein bisschen entspannter sein. Aber wenn ich mit, sage ich einfach einmal Zahlen, 250 Watt oder mit 300 Watt vielleicht irgendeinen Berg auf wie vorher, dann brauche ich natürlich deutlich mehr Kalorien, als wie wenn ich mit 120 Watt in der Ebene roll. Und da sind viele ein bisschen zu ehrgeizig mit dem Reinbringen von den Kalorien. Und das aller Wichtigste in der Langdistanz ist einfach, du musst essen können. Wenn du mal irgendwann nicht mehr essen kannst, dann geht's ganz fix im Berg runter, nämlich leistungsmäßig.
Und das ist viel wichtiger, als wie, dass ich unbedingt jede Stunde 500 Kalorien habe. Wenn ich merke, boah, das geht nicht mehr lang, dann muss ich irgendwas ändern. Ja, also dann kann ich nicht so lange tun, bis dass ich irgendwo am Straßengraben sitze und mich übergeben muss, sondern dann muss ich früh genug reagieren drauf. Kurz aus eigener Erfahrung, also natürlich, nachdem ich da bei dir an der Quelle auch sitze, ich habe es immer wieder auch probiert mit der Flüssignahrung deiner Wahl. Das geht bei mir 16, 17, 18 Stunden und dann wird es schwierig für mich. Und ich kann es natürlich rauszögern, indem ich eben den Abstand vergrößere. Und was mir persönlich halt hilft, war einfach zwischendurch ein leeres Stück Weißbrot, eine halbe Semmel einfach dazu, dass ich das Gefühl habe, das saugt so ein bisschen was auf im Magen. Ist zwar nicht ideal, aber es ist besser wie am Straßenkram liegen und speiben, was ich auch schon gehabt habe, oder ganz schlimmen Durchfall kriegen, was ich auch schon gehabt habe. Also man kann jetzt nicht immer vom Best Case ausgehen, man muss da auch improvisieren. Und man muss auch sagen, das funktioniert auch so. Also man kann ja immer wieder sowas einbauen, so ein Semmel oder sowas, weil sonst würde kein Mensch das TCR finishen, wenn das nicht ginge. Also man kann ruhig ein bisschen feste Nahrung auch zu sich nehmen, aber je bunter das Ganze wird, desto mehr Risiko ist ja, dass irgendwas passiert. Deswegen ja immer die Einfachheit ist einfach das Beste, weil die Flüssignahrung hat einen riesen Vorteil. Du kannst alles gut berechnen, du hast sehr alles kompakt beieinander. Und wenn das jetzt erweitert wird um Semmel und Reis zum Beispiel wieder oder vielleicht, keine Ahnung, Tee mit Zucker, dann wird das auch funktionieren. Ja. Aber wenn ich anfange, dass ich dann beim Mackey 5-mal einkehre, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen risikobehafteter. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, von welcher Flüssignahrung wir da sprechen oder die uns noch nicht so lange zuhören, das ist Ensure Plus, nennt sie das, und man kann es in jeder Apotheke kaufen für viel Geld oder auf meiner Webseite bestellen für deutlich weniger Geld und auf ultracyclingshop.com, und wir verschicken wirklich jede Woche viele Kartons und es sind ganz oft auch Fragen dabei, wie man das am besten verwendet, ist es unbedenklich, vertrocknet man das gut, und also sicher über 90% der Rückmeldungen sind, dass es gut zum Vertragen ist, aber halt natürlich immer empfehle ich einmal, dass man es halt testen muss. Und ist ja auch ausgelegt drauf, ne? Weil das ist ja klinische Flüssignahrung und das ist ja ausgelegt drauf, dass die Leute das trinken, genau, können. Das ist für ausschließliche quasi Ernährung mit den Schuhen, ist es konzipiert, kommt aus dem Krankenhausbereich für ja, Menschen, die eine Operation gehabt haben oder irgendeine Verletzung. Wir haben einmal gehört von der Jana, die hat ihr das Kiefer verletzt und hat ein paar Tage oder Wochen in Schuhe trinken müssen. Seitdem mag sie es nicht mehr so gern, aber ich habe es schon viele Wochen durchgehend trunken beim Ram in meinem Leben und ich mag es immer noch gern. Vor allem Schock. Ja, Lotte Kubecki, glaube ich, hat auch gerade den Unterkiefer gebrochen in einem Rennen. Gell? Die hat auch gerade was gepostet mit Flüssignahrung. Ah, okay. Also, habe ich noch nicht mitbekommen, aber falls es bei uns bestellt hat, hat die Sabine wahrscheinlich schon geschickt. Also, das ist der Idealfall. Du hast gesagt, wenn man was, wenn Probleme aufkommen, wenn man nicht mehr essen oder trinken kann, muss man natürlich das Tempo reduzieren, damit das nicht irgendwie ganz, ganz ungünstig wird. Würdest du sagen, wenn ich merke, dass mir ein bisschen übel wird oder wenn ich merke, dass ich jetzt beim Supported-Rennen sollte das nicht passieren, dass ich zu wenig bekommen habe oder zu wenig gegessen, getrunken habe, oder ich habe jetzt einen längeren Streckenabschnitt vor mir, es kann auch mit Betreuerteam passieren, dass das Auto eine Panne hat und ich muss ein Stückerl laden fahren und ich weiß schon vorausschauend, ich werde jetzt die nächsten Stunden wahrscheinlich zu wenig bekommen oder ich muss sparen mit meinem Nachschub. Würdest du sagen, solange weiterfahren, solange man gute Leistung bringen kann, oder früh genug vorausschauend gleich jetzt vom Tempo gehen, damit ich mir quasi den Hungerast erspare, dass ich den Einbruch vermeiden kann? Ja, beim Support jetzt soll es idealerweise schon so sein, dass man das ein bisschen im Blick haben kann. Aber wie du sagst, es passiert immer wieder mal, dass durch Missverständnisse da Versorgungslücken entstehen. Ja, ich würde schon zumindest ein bisschen vom Gas runtergehen, ja, bis ich die Sicherheit wieder habe, dass ich versorgt werde. Weil das Problem ist halt, wenn du die komplett leer fährst, das dann wieder aufzupäppeln, das dauert natürlich auch wieder eine schöne Zeit, ja. Und Da würde ich eher Safety First machen und die 5 Minuten, die ich vielleicht in Summe verliere, riskieren und investieren. In ein wie tiefes Loch
kann man sich fahren? Wie schlimm kann der Hungerast sein, dass man sich davon wieder erholt? Ja, die, wie tief das sein kann, es ist einfach, wenn die, wenn es sozusagen der Sprithahn abdraht ist, dann geht halt nur mehr das, was man zur Verfügung hat. Und das ist, sind die Fettreserven und die, da ist der Release von der Energie halt einfach so langsam, dass du halt wirklich, wirklich dahin kreist, sagen wir, langsam, also ganz, ganz langsam fährst halt. Und da geht es noch halt auch schlecht dabei, ja, weil das ist natürlich eine riesen Stresssituation für den Körper. Und das Ganze wieder zu füllen, das dauert und kommt ein bisschen auf die Verträglichkeit an, die man hat. Aber auf jeden Fall ist der Zucker dein Freund danach dann. Ja. Wie sehr kann ich den Fettstoffwechsel insofern trainieren, dass ich auf sowas vielleicht vorbereitet bin? Wenn jetzt, ich meine, jetzt haben wir eh schon quasi so ein bisschen den Übergang zu den Unsupported-Trainern. Es gibt ja dann vielleicht Bewerbe, wo man weiß, es gibt längere Streckenabschnitte mit keiner Versorgungsmöglichkeit und ich bin auf das vorausschauend irgendwie vorbereitet. Es gibt ja zum Beispiel auch die Situation, dass man Diabetes Typ 1 hat und dementsprechend irgendwie viel mit ketogener Ernährung oder generell mit sehr wenig Kohlenhydrate jeden Tag trainiert. Man kann das auch bewusst machen. Macht sowas vielleicht Sinn, um sich für solche Situationen vorzubereiten, oder kann der Körper immer, wenn nötig, umschalten? Er verbrennt Kohlenhydrate, wenn er es hat, und schaltet der Fettverbrennung um, wenn er es muss. Oder kann ich meine Fettverbrennung nachhaltig verbessern? Naja, die Fettverbrennung ist etwas, was ich immer trainiere. Also immer, wenn ich ein Grundlagentraining mache, dann trainiere ich genauso Fettstoffwechsel, auch wenn ich das Ganze versorge. Es gibt halt, so wie es überall ist, es gibt das Spektrum und dieses Spektrum geht in beide Seiten. Das eine, das sehr kohlenhydratabhängig ist, der andere, das halt sehr fettstoffoptimiert ist. Arge Leute, sage ich jetzt einmal, die wirklich einen guten Fettstoffwechsel haben, ob das jetzt genetisch sehr viel vorprogrammiert ist oder nicht, oder antrainiert ist, auf jeden Fall dauert das sehr, 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 sehr lange. Aber grundsätzlich geht es immer darum, dieses aerobe Potenzial, also diese Energieproduktion mit Sauerstoff, was die Fettverbrennung mehr oder weniger ist, zu optimieren. Und das mache ich einfach auch durch viel Fahren. Und je härter meine Intervalle sind, die ich fahre, desto mehr trainiere ich auch das Gegensystem. Und deswegen muss ich mir immer überlegen, wann ich das am besten trainiere, was für Benefits das hat. Und um den Fettstoffwechsel zu optimieren, muss ich dann halt früh genug quasi den Switch machen und viel mehr in Richtung aerob trainieren. Aber es ist halt nicht nur ausschließlich dieses Low-Intensity-Training, weil wenn ich Sauerstoff reinkriegen möchte, dann ist natürlich ein großer Benefit, wenn ich hohe VO2 Max habe. Wenn man jetzt dann die World-Zufahrer anschaut, die halt da sehr hohe Werte haben, die haben ja eine Fatmax, wie es jetzt immer so schön heißt, also dieses aerobe größte Potenzial in irrsinnig hohen Bereichen. Haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt einfach, dass dort am meisten Energie aus dem aeroben System fließt. Das Ganze heißt aber jetzt nicht, dass es nur Fett ist. Aber natürlich, wenn das hoch ist, dann kannst du auch in niedrigeren Einheiten mit deutlich weniger Kohlenhydraten fahren. Das heißt, die fahren halt dann auch mit 200, 220 Watt und brauchen halt relativ wenig an Kohlenhydraten. Aber dafür können sie halt auch 280, 300 Watt ewig fahren. Ja, aber das muss man halt dann versorgen, weil der Kohlenhydratverbrauch gleichzeitig hoch ist, aber das aerobe Potenzial ist da sehr hoch. Das heißt, das ist jetzt nicht so ganz pauschal zu beantworten, aber es macht schon Sinn, wenn man versucht, seine Sauerstoffaufnahmefähigkeit zu verbessern und das Ganze dann zu optimieren, indem man den anaeroben Stoffwechsel so ein bisschen in den Keller treibt, zum Wettkampf hin. Vielleicht ganz kurz, weil ich das da bei den Notizen auch sehe. Kannst du es vielleicht so einfach wie möglich erklären, was man unter Fatmax versteht? So intuitiv würde man denken, das ist das Training, was ich brauche, um mein Hüftfett ein bisschen loszuwerden, falls das ein Ziel sein sollte, ein Trainingsziel. Aber das ist es also ja nicht ganz, obwohl es
nicht ganz davon zu trennen ist. Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären. Ja, also man muss einmal trennen zwischen Fettstoffwechseltraining und Fettabbautraining. Das sind eigentlich zwei komplett konträre Sachen. Das Fettstoffwechseltraining, da versuche ich eben das, was wir gerade gesagt haben, diesen aeroben Stoffwechsel zu optimieren. Das heißt, dort arbeiten einfach die Mitochondrien sehr gut. Ich habe vielleicht sehr viel Mitochondrien schon aufgebaut und deswegen ist das in einem höheren Leistungsbereich. Das ist Fettstoffwechsel. Das ist eigentlich so das Mittel der Wahl, wenn man sagt, man möchte über Umfänge die das aerobe System oder / Mitochondriengröße und Dichte vermehren, wenn man schon ein bisschen eine Leistungsfähigkeit hat. Fettabbautraining hat einfach nur mit einem Kaloriendefizit zu tun. Das heißt, das kann ich eigentlich am besten mit High Intensity machen. Und Flo, du bist ja auch der Crossfitter. Also dort verbrennst irrsinnig viel Kalorien. Und wenn du dann dementsprechend dann nicht mehr aufnimmst an Kalorien, also nicht mehr isst, dann wirst du dort auch sehr, sehr gut Fett abbauen und in dem Fall halt bei dem Programm auch noch Muskeln aufbauen. Aber genauso wie beim Radlfahren, also mit High-Intensity-Sachen, baue ich leichter Fett ab, wenn ich das jetzt sehr salopp formuliere, weil ich einfach mehr Kalorienumsatz habe. Aber ist jetzt nicht Mittel der Wahl vor Wettkämpfen oder sowas. Also das bitte eher so Off-Season oder ja. Fettmax, hast du Zahlen im Kopf? Zum Beispiel als konkretes Beispiel von einem Musterathleten, von einer Musterathletin. Also wie viel Watt ist das ungefähr? Wie viel Fett verbrennt man da und wie viel Kohlenhydrate braucht man trotzdem? Dass man sich das, das ist jetzt eine Frage, die kann man nicht ganz pauschal beantworten, weil ich habe Athleten, die haben eine Fettmax von 280, 290 bis an die 300 Watt. Also 300 ist schon ein bisschen viel, also 290 Watt. Und es gibt Athleten, die haben das bei 160 Watt. Also das ist sehr stoffwechselabhängig und ja, je nachdem, wie gut der anaerobe Stoffwechsel ist, ist es halt mehr oder weniger Kohlenhydratverbrauch. Also das ist jetzt eine sehr unbefriedigende Antwort, aber das kann sein, dass der Fettmax ist bei 220 Watt mit einer Versorgung von 50 Gramm Kohlenhydrate. Das kann aber auch sein, dass das ist 280 Watt mit einer Versorgung von 90 Gramm Kohlenhydrate oder 160 Watt mit 80 Gramm Kohlenhydrate. Also das kann man jetzt leider nicht sehr pauschal dann sagen. Kürzen wir das ab. Wer es ganz genau wissen will, es gibt immer noch die Möglichkeit oder bei dir diesen Insight-Test zu machen und dann das auszuwerten mit dir gemeinsam und dann sieht man die Stoffwechselbereiche ganz genau. Genau, ja, also wenn der Test gut ausgewertet ist, dann kriegt man da sehr verlässliche Werte, aber bei Spiroergometrien, wo über die Sauerstoff- und CO2-Messung kann man da auch sehr, sehr verlässlich, also kriegt man da auch einen verlässlichen Wert, wenn das Institut halt auch die Fettmax bestimmt dann, ja. Mir gefällt das in deiner Notiz so gut, quasi als Richtwert, fahre nicht über deinem Limit, Rufzeichen. Und dann in Klammer, aber auch nicht darunter. Mit erhobenem Zeigefinger. Ja, man soll ja nichts verschenken. Ja, deswegen ist es ja auch gut, wenn man solche Sachen weiß, weil dann muss ich ja nicht zwangsweise einfach zu locker starten. Ja, außer, wir gehen da immer davon aus, dass man schnellstmögliche Zeit erreichen will. Wenn jetzt jemand sagt, er stellt sich da an den Start und möchte das Rennen solide finishen, dann kann der natürlich mit ein bisschen weniger Intensität starten. Ja, ist völlig egal. Hauptsache hat einen Spaß dabei. Aber wenn jetzt sage ich, möchte schon sehr ehrgeizig das Ganze fahren, dann, wenn du es am Anfang das liegen lässt, dann bin ich mir sehr sicher, dass du nach 20 Stunden jetzt nicht sagst, so, jetzt das, was man auch von gespart hat, das setze ich jetzt zu. Oder der Flo kann das Gegenteil auch bestätigen. Ne? Es ist jetzt leider so der Running Gag immer. Aber zu schnell starten, zahlt sich halt auch nicht aus. Davon erholt man sich nicht. Aber es ist auch eben nicht so, wie du sagst, dass man sich irgendwas aufspart. Man ist am Anfang am besten drauf, am fittesten. Und man kann dort sehr, sehr schnell fahren. Und es ist nicht so, dass wenn ich langsamer fahre, dass ich dann nach 20 Stunden
einen Schalter umlege und die gesparte Energie plötzlich auf die Straße bringe. Das, so ist es einfach nicht, sondern man wird, es ist einfach eine lineare Kurve, wo man abbaut und gegen Ende hin flacht es dann ab, aber man spart sich nichts auf. Gibt es eine lineare Kurve? Beim Flo schon. Der Flo berechnet das ganz genau mit seinen Rechenkünsten. Aber jetzt nochmal zum großen Thema, bevor wir uns jetzt wieder zu sehr in Details verzetteln und die Zeit schon so fortgeschritten ist. Ich fahre jetzt einen Supporter trainieren. Ich stehe noch ein, zwei oder drei Tage an einer Tankstelle in Serbien oder ich stehe in Frankreich vor einem Bäcker, der wahrscheinlich meine Sprache nicht verstehen will, oder ich stehe in Italien vor einer Kaffeebar, die hat wahrscheinlich gerade Siesta, aber gehen wir davon aus, man steht irgendwo, es ist geöffnet, man kann was kaufen. Was kaufe ich mir dort? Und auf was muss ich achten? Wir haben eh schon gesagt, leicht verdaulich, viel auf Zuckerbasis idealerweise, aber auf was achte ich noch? Also ich würde es, um das simpel zu formulieren, möglichst risikoarm essen. Sprich, alles, wo man nicht sicher bin, was das ist, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Da sind natürlich immer abgepackte Sachen relativ gut, ne? die lang haltbar sind, weil da kann im Prinzip von den Keimen her nicht recht viel drinnen sein, was da Probleme macht. Ansonsten, man findet, glaube ich, schon relativ gut Weißmehlprodukte. Die sind auch eigentlich sehr, sehr gängig immer. Und je nachdem, wo man halt ist, ob das heißt, was ist, was warme Sachen noch gibt, und dann bin ich wieder beim Reis, ja, oder Nudelsachen. Wann das vielleicht eine Einkaufsmöglichkeit ist, wo ich sage, ich habe ein bisschen mehr Auswahl, also Supermarkt oder so, dann wären jetzt ein. Find ich auch noch gut, so Reiswaffeln, Maiswaffeln und das Ganze irgendwie mit einem Zuckertopping wie Marmeladen oder wie Honig. Honig hat zum Beispiel einen Vorteil, das könnt ihr jetzt als Getränke, also in ein Getränk reintun, ne? Das ist einfach statt ein Pulver, weil das ja, ist ja auch Glucose, Fructose, das heißt, da kriegt man eigentlich eher ein ganz nettes Saftel zusammen dann und gehen wir davon aus, dass es eher warm ist, dann löst sich das Ganze ja gut auf. Und gibt es ja diese Honigtuben, ich glaube, also zumindest im Urlaub sehe ich die auch immer, die recht verbreitet sind, die kann man ganz gut mittransportieren dann. Alles, was an Konserven ist, geht natürlich auch gut, weil wieder dasselbe Thema, das ist so abgepackt, dass halt sicher keine oder zumindest das Risiko an einer Keim- oder Bakterienbelastung sehr gering ist. Alles, was offen rumliegt und das offensichtlich vielleicht schon länger liegt, da würde ich vielleicht eher ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz, wir haben es im Podcast wahrscheinlich schon einmal erzählt, aber wie war das mit dem Straps auf Lanzarote mit dem offenen Fisch in der Trikottasche? Ja, das war am Heimweg vom Training, habe ich beim Fischmarkt immer eingekauft und wir haben daheim dann gegrillt. würde ich unterwegs, glaube ich, nicht so machen, aber du sprichst eh was Gutes an, nämlich auch die Proteinversorgung unterwegs. Und da ist zum Beispiel Fisch auch ganz gut gegangen bei mir letztes Jahr beim TCR. Also ich habe mir nicht beim Fischmarkt den Frischfisch gekauft, sondern Thunfisch oder Räucherlachs und so. Weil gerade auch unterwegs, haben wir gesagt, bei mehrtägigen Rennen ist dann Protein doch ein wichtiger Faktor. Genau, ja, war zumindest unsere Vermutung von nach dem ersten Mal. Und zumindest jetzt beim zweiten hat es gut funktioniert. Und ATS ist relativ risikoarm, weil die Sachen eh so abgepackt sind, dass die auch sehr, sehr lang haltbar sind. Gerade die Thunfischdosen, die halten ja. Also, so lang wie eine Radfahrerkarriere. Jahrzehnte. Wahrscheinlich hast du ihn ein paar mit Hand gebracht. Aber da gibt es. Ich würde jetzt mal sagen, so in die südlichen Gefilden gibt es auch relativ gute vegane Zugriffsmöglichkeiten. Ich denke jetzt mal so mit gerade von den Linsen denke oder Nüsse oder Kichererbsen, solche Sachen, Falafel-Geschichten. Sowas würde ich auf jeden Fall auch sinnvoll erachten. Ja, genau. Milchprodukte sind natürlich sehr proteinreich, aber da ist immer, also wenn es jetzt gut abgepackt und sehr lang haltbar ist, dann würde ich sagen, ja, man hat kein Problem mit der Laktose, also man weiß, dass man es gut verträgt, dann würde ich sagen, ja,
Aber es ist wieder sowas, was ein bisschen problembehaftet sein könnte. Ja. Weiß man ja, oder kennt man ja, wenn man jetzt vielleicht nicht massenhaft Milchprodukte isst und dann hat man vielleicht einmal so 2-3 Joghurt-Drinks oder so, dann kann das im Bauch schon mal grummeln anfangen. Ich sag nur, Franz Spielauer, wir werden in 2 Wochen dann auflösen, worum es da gegangen ist, oder du willst darum gehen, der ist, ich sage es jetzt trotzdem, beim Race Across America circa mit 6 bis 7 Liter Milch pro Tag gefahren. Für sein Elektrolytgetränk, damit es mehr Kalorien hat. Aber in 2 Wochen haben wir dann mehr Infos dazu. In den 1980er Jahren. Ich habe gedacht, die Folge kommt in 2 Tagen raus, nicht in 2 Wochen. Nicht? Okay. Denk nicht zu viel nach, Flo. In nächster Zeit wird man mehr davon erfahren, okay? Ja, also da hat sich vielleicht auch schon ein bisschen mehr Möglichkeiten ergeben. Da muss man nicht mit Milch fahren. Und was auch ganz gut gehen könnte, ist einfach wirklich ganz brutal einfach Zucker, oder? Ich meine, ist die Frage, wo man sich ein Kilo Zucker kaufen kann, aber es gibt sicher Geschäfte, wo es das gibt oder sonst an der Kaffeebar einfach 50 Zuckersackerl einstecken, das zu den Espressis dazu gibt. Und Fruchtsirup zum Beispiel geht auch so dick soft. Genau, also mit Wasser gemischt kann man das auf jeden Fall gut nehmen. Man sollte es jetzt ein bisschen nach dem Geschmack dosieren, sage ich jetzt einmal. Also, dass es nicht ganz zu süß ist, weil dann, glaube ich, wird es schon ein bisschen eklig. Aber einfach immer Zucker rein, wann geht, ja. Da würde ich den ganz normalen Zucker auch verwenden, genau. Und wie du sagst, Dicksoft oder so Eis-Tee-Sachen-Limo, das geht natürlich auch immer. Was vielleicht auch hin und wieder gibt, so Tee mit Zucker, ist ja weit verbreitet, Tee trinken. Das halte ich einmal für eine gute Alternative, weil es auch geschmacklich einfach mal was anderes ist und vielleicht ein bisschen eine bitterere Note hat und nicht immer nur süß. Und was mein Tipp oder mein etwas ist, was ich auch verwenden würde, ist, gerade wenn es kalt ist, Suppen, gerade im Supported-Bereich, aber auch im Unsupported-Bereich, wo man vielleicht irgendwo Zugang hat zu Suppen, kann man ja irgendwo in einem Restaurant vielleicht kriegen, und Suppen dann auch mit eventuell Maltodextrin anreichern, wenn man es zur Verfügung hat, oder beim Unsupported dann einfach nur die Suppe, kriegt man auch schon wieder ein paar Kalorien rein, kriegt was Warmes und hat einfach auch ein bisschen einen anderen Geschmack. Ja. Und ich würde es generell so zusammenfassen, je länger das Rennen dauert, desto niedriger ist die Leistung in der Regel auch und desto besser die Verdauung, also desto mehr kann ich wie im Alltag essen. Das heißt, da ist es dann nicht mehr so problematisch, ne, weil ich mit 150 Watt fahre, was genau ich dann isst oder dass es jetzt vielleicht nicht nur die Zuckerlösung sein muss, weil die Verdauung einfach ein bisschen mehr Spielraum hat und die besser arbeiten kann. Aber der Zucker an sich ist natürlich immer Energiequelle, auf die der Muskel halt sehr gern zugreift und sehr gut zugreifen kann. Ja. Es ist schon also auch eine Geschmackssache, deswegen wieder der Hinweis darauf, nichts Verrücktes machen, was man im Training nicht probiert hat. Also bei mir ist es so, obwohl ich sehr gern sehr süß esse, aber irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Und beim Ram haben wir es auch immer so gemacht, dass wir Tonic Water dabei gehabt haben, einfach um zwischenzeitlich einmal rauszuspülen, oder alkoholfreies Bier, einfach einmal um diese Süße irgendwann mal aus dem Zug, aus dem Mund rauszukriegen, weil irgendwie alles, was man zu sich nimmt, so süß ist. Genau, ja. Und deswegen, also da habe ich jetzt gerade mein Superl wieder eine gute Alternative, weil das ja normalerweise auch vom Geschmack her dann komplett was anderes, weil jetzt bitte Lemon oder Tonic Water oder was auch immer, das hat trotzdem immer so ein bisschen Süße drinnen, was ja voll okay ist, also kann man ja genauso trinken, aber ja, das wäre einmal komplett konträr. Und manche, die essen dann also Salami und so Sachen, und das würde ich halt dann nicht machen, weil das ja ein rohes Produkt ist und also wieder potenziell relativ gefährlich, sage ich jetzt mal. Aber du hast einen guten Punkt gesagt, Flo, weil man jetzt sagt, um Snickers und so, da haben wir jetzt bewusst hauptsächlich darauf verzichtet.
Aber es wird irgendwann ein Zeitpunkt kommen, wo man an der Tankstelle steht und der hat vielleicht Snickers-Maß und sonst nicht mehr recht viel, dann wird man sich wahrscheinlich auch das kaufen und deswegen auch solche Sachen auch gerne mal im Training probieren, ob man es vertragt, wie viel das man vertragt. Und es wäre aber jetzt nicht mein Nummer eins, meine Nummer eins Wahl. Wenn man halt so Alternativen auch noch im Begleitfahrzeug mit hat, muss man darauf achten, dass nicht die Betreuer alles sich einhauen und dann an Gewicht zulegen. Das, ja, beim Supported wird das Snickers wahrscheinlich die Seitenscheibe nie verlassen. Ja. Ich kann mich schon erinnern beim Ram, dass ich es zumindest einige Male durchgezogen habe, glaube ich, wirklich mit ausschließlich Flüssignahrung und Kohlenhydratgetränk, ohne dass ich diese Alternativen braucht. Ob das war vielleicht einmal ein kleiner Schluck, aber trotzdem, wenn man im Ziel ist, waren alle Vorräte leer. Aber man sollte nie vom Idealfall ausgehen, sondern darauf vorbereitet sein, wenn es nicht funktioniert, dass man Alternativen dabei hat. Im besten Fall braucht man es nicht, aber wenn es dann irgendwie nicht so rund läuft, dann ist man darauf vorbereitet. Genau. Und man muss auch dazu sagen, dass, ich meine, du hast es nicht fünfmal gemacht oder sechsmal, sondern du hast es schon in Summe wahrscheinlich monatelang gemacht, das Ganze. Das heißt, du und der Körper, ihr wisst schon, wie es reagiert auf das Ganze. Ja, wir zwar, mein Körper und ich. Ja, manchmal seid ihr bei du und manchmal bei sie, gell? Aber das soll man vielleicht als Neueinsteiger nicht gleich als Nummer 1 Strategie verwenden, weil das ist halt schon wirklich, wirklich hardcore für den Körper. Und für den Kopf auch. Das oder zum Stehen, ja. Und für den Kopf auch, genau. Ja. Also alleine, dass man nichts beißt, ja, sondern immer nur trinkt. Eine Frage noch abschließend. Unsupported. Die Frage ist immer, nimmt man was mit? Belastet man sein minimales Volumen, das man als Gepäck zur Verfügung hat mit Verpflegung? Natürlich nimmt man immer was mit für Phasen, wo man nicht einkaufen kann. Für die Nacht, irgendwas hat geschlossen, dass man mal die ersten ein, zwei Tage irgendwie durchkommt, falls man nichts zum Einkaufen findet. Aber ich meine jetzt eher so Supplemente beziehungsweise ein bisschen eine minimale Menge an vielleicht Proteine. Wie man geredet, es gibt Eiweißshakes, würde das Sinn machen oder ist das schon wieder zu viel Ballast, den man mit sich schleppt? Dann gibt es eine Möglichkeit Magnesium. Das wird immer wieder diskutiert, wie viel und wie wichtig ist Magnesium unterwegs, wie viel soll man da zu sich nehmen und vor allem Salz und Natrium. Vielleicht von hinten aufgerollt, Salz und Natrium ist ein Teil vom Salz. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil es ist für die Flüssigkeit Austausch außerhalb innerhalb der Zelle sehr wichtig und wenn das nicht passt, dann kriegt man Probleme, wie das Ödem entstehen und Begleiterscheinungen. Das heißt, auf den Salzkonsum würde ich schon schauen, dass der zumindest, dass immer wieder mal ein bisschen was Salziges dabei ist. Zu viel gibt es in Wahrheit eh nicht wirklich. Also so viel Salz wird man sich wahrscheinlich eh nicht gönnen. Da kriegt man eher mehr Durchstand davon. Aber zu wenig kann es schon sein, wenn man da jetzt irgendwie ganz stark darauf verzichtet. Und Extremfälle, ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das letzte Mal besprochen haben, ist, wenn ich jetzt quasi nur Wasser trinke und sonst nichts, dann dünnt es quasi die Natriumkonzentration im Körper so aus, dass das dann auch aller schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Das heißt, gibt es leider immer wieder alle paar Jahre bei irgendwelchen heißen Wettkämpfen, wenn die Leute nur Wasser trinken. Und das Letzte, was ich kenne, war Frankfurt, glaube ich, war das vor 3-4 Jahren sowas. Das ist halt, wenn ich extrem dehydriere und nur Wasser nachschütte und kein Natrium mit reinkriege, dann ist einfach diese Konzentration im Körper dann so dünn, dass ich dann ein Problem kriege. Und das jetzt weiter auszuführen. Aber ein bisschen Salz ist schon gut. Sollte aber im Ultra-Unsupported-Bereich fast durch die normale Nahrung abgedeckt sein. Also extra mitnehmen, wahrscheinlich nicht notwendig. Nein, das reicht auch, wenn ich jetzt vielleicht einmal wo bin und ich kaufe mir was zum Essen und dann nehme ich Salzstreuer und tue ein bisschen Salz drüber, dann passt es schon. Also ich muss jetzt nicht ganz viel drauf achten, aber vielleicht ein bisschen was mitnehmen, geht schon auch, so ein kleines Salzpackerl oder so hin und wieder mal irgendwo ein bisschen drüber streuen über irgendwas, was halt drüber passt. Also das geht schon, ja. Oder auch wenn man jetzt so ein Saftel selber zusammenmischt mit Dicksaft und Honig und da vielleicht eine Prise Salz rein, das
heute ist nicht viel verkehrt, gerade wenn es sehr heiß ist. Ich mache mir unterwegs einfach so ein Backerl Salz gekauft. Das ist so ein Salzstreuer, der ist so groß wie früher die vielen Dosen vom Fotoapparat ungefähr. Du kommst mit einem Salzstreuer, das jeder Mensch kennt, mit Filmdosen, die niemand, der jünger ist als du, kennt. Ja, genau. Und das Schöne ist, wenn man das dann verschließt, nicht ganz verschließt oder es geht einfach auf, dann hat man in der ganzen Top-Tube-Bag in der Rahmentasche drinnen ein Salz mehr und dann wird es weich, dann rostet alles und dann kannst du dann deine ganzen Mini-Tools wegschmeißen. Also ja, das kann man besser machen, aber Salz kann man unterwegs auch kaufen und mitnehmen, das würde ich damit sagen. Und manche Sachen werden eh salzig sein, die man sie kauft. So das, glaube ich, wenn man ein bisschen darauf achtet, wird das nicht das Riesenproblem sein. Magnesium? Ja, Magnesium hast du erwähnt, das können wir auch relativ schnell abhandeln. Also da braucht man auf keinen Fall was mitnehmen, weil das ist jetzt nicht sehr sinnvoll. Aber wenn es immer hast bei den Krämpfen irgendwie mit Magnesium, das ist in der Regel ist es auch nicht richtig, weil Krämpfe kommen haben meistens andere Ursachen, ungewohnte Belastung oder dass die Kohlenhydratspeicher leer sind oder Dehydrierung. Magnesium kommt ja erst weit hinten und da muss ein Defizit vorliegen. Und wenn ich ein Defizit habe an Magnesium, was im Blutbild festgestellt werden kann, dann brauche ich Wochen, bis ich das wieder hochgebracht habe. Also da jetzt eine Magnesiumtabletten nehmen, ist sinnlos. Und die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass oder dann hat man am besten schwarze Hosen an und nicht weiße. Dann, was hast du noch erwähnt gehabt? Ja, Proteine. Man kann ja zum Beispiel ein bisschen Eiweißpulver in irgendeiner Form mitnehmen, falls man unterwegs zum Beispiel Angst hat, dass man keine Einkaufsmöglichkeit findet. Ja, so klassische Pulver würde ich jetzt nicht mitnehmen. Es ist doch relativ viel Gewicht, aber man kann vielleicht so, was wir, oder du hast letztes Jahr gemacht, dass da so BCA-Kapseln vielleicht mitnehmen, was jetzt nicht sehr weltbewegend ist von der Menge her, aber einfach ein bisschen was. Und ob es jetzt was bringt, ist die Frage, aber es schaut jetzt auf keinen Fall was. Und wenn man unterwegs auch wieder darauf achtet, dass man vielleicht hin und wieder mal schon ein Protein irgendwie aufnimmt, auch, dann wäre das schon gut. Man muss ja immer, so sagen, das so Rennen ist immer ein zeitlich begrenzter Event. Das heißt, ich werde eh abbauen an Muskulatur und werde in einen katabolen Zustand kommen, werde in ein Defizit kommen. Das heißt, das verkraftet der Körper schon. Ja. Aber wenn ich die Möglichkeit habe und vielleicht ein bisschen was an Proteinen zu mir nehmen kann, dann macht man es halt einfach. Ja. Aber jetzt extra ein Kilo Protein mitnehmen, ich weiß nicht. Ich glaube, das der Kosten-Nutzen-Faktor ist da, spricht eher dagegen. Und besonders nach dem Rennen, glaube ich, sagst du auch immer, soll man salzhaltig essen, weil das ist immer das Thema, so Wassereinlagerungen treten auf, wenn die Belastung vorbei ist und da ist gerade wieder wichtig, Salz aufzufüllen. Ja, aber normalerweise ist die Pizza dann im Züe irgendwie schon fast Pflicht und da ist, glaube ich, aber meistens ist da genug Salz drinnen oder man nimmt nur den Salzstreuer, den man sich irgendwo kauft oder in der Top-Tube drin hat. Dann vom rostigen Mini-Tool noch runterkrätseln kann, die Salzkrusten. Ja, oder du fährst mit einem Pizzastück alleine. Ja, wir sind wieder sehr lang geworden, aber wir haben sehr, sehr viel abgedeckt. Ich glaube, die jetzt noch dran sind, die würden gern mehr hören, aber naja, wir müssen was essen. Wir müssen da was essen. Ich habe eine andere Arbeit außer Podcasten und muss morgen wieder aufstehen in der Früh. Wir danken dir für deine Zeit, für dein cooles Skriptum. Ja, sehr gerne. Hast du noch eine abschließende Message oder ist alles gesagt? Wir haben sehr viel abgedeckt, würde ich jetzt sagen, und es bleibt eh dabei. Also man sollte möglichst wenig, also im Supported-Bereich nichts machen, was man nicht im Training schon probiert hat und im Unsupported-Bereich möglichst wenig von dem, was man nicht im Training schon probiert hat oder schon in einem Wettkampf erfahren hat, wie es einem geht damit. Ja, genau. Und sich vielleicht ein bisschen frühzeitig Gedanken machen hat, weil wenn jetzt in 2 Wochen vorher draufkommt, nein, das konnte ich probieren, dann bleibt einfach nicht mehr viel Zeit zum Testen. Ne? Da braucht es schon eine Vorlaufzeit. Und
Gerade lange Einheiten, meistens an Wochenenden bei den meisten Leuten, einmal so mit Wettkampftaktik zu machen. Aber wenn es unsupported ist, dann vielleicht mit einer Flasche losfahren und dann einfach relativ früh mal einkaufen gehen und mit den Sachen versuchen, den ganzen Tag zu fahren, wie es einem geht dabei. Und vielleicht, Tipp meinerseits, wenn es irgendwo exotisch hingeht, irgendwie versuchen herauszufinden, wie es lokal ausschaut. Also Mitteleuropa ist den meisten bekannt. Andererseits hat der Straps nicht gewusst, dass die in Frankreich keine Supermärkte gibt und Tankstellen keine Shops dabei haben. Sowas kann man sich schon einmal überlegen, ja, wie es vor Ort ausschaut, was es da gibt lokal. Ja, oder nachfragen. Ne? Also man kennt in der Regel irgendwen, der schon mal im Urlaub irgendwo war, wo man hinfährt. Genau, sich also möglichst für Infos dann einfach einzuholen. Also das gehört irgendwie zur Vorbereitung dazu, ja. Apropos Infos einholen, wir werden deine Webseiten verlinken in den Shownotes. Das heißt, wenn Fragen sind, wenn es irgendwie jemand möchte den Insight-Test oder das Getränk, was du entwickelt hast, das Fuel, gibt es auch auf deiner Webseite, deine Kohlenhydrat-Kombination sozusagen, dann sollte und darf man sich bei dir melden. Und sehr gerne. Auf meiner Website gibt es auch jede Menge gute Sachen zum Essen und zum Trinken. könnt ihr auch gerne reinschauen. Und auch da sind ein paar FAQs, wo ich die letzten Jahre immer wieder so Fragen gesammelt habe zum Thema Ernährung. Und da kann man dann auch noch ein paar Infos rausholen. Gudi. Ja, ich sag nichts mehr, das war perfekt. Jetzt verhauen wir das super Ende, weil du da auf mich zeigst und mir aufforderst, noch was zu sagen. Ich wollte nicht mit Eigenwerbung beenden, ich habe mir gedacht, du hast noch die super Message am Schluss. Nein, keine Message. Danke, Max. Danke, ja. Ciao, gute Nacht. Podcast-Werkstatt.